Herzlich willkommen zur zweiten Vorlesung im Rahmen der Veranstaltung Mensch-Maschine-Kommunikation mit dem Thema Der Mensch. Die Veranstaltung findet statt im Rahmen des Studiengangs Informatik und Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Technik Stuttgart und wird wechselweise gehalten von drei Professoren, der Frau Professor Pardo, Herrn Professor Rausch und meiner Wenigkeit Professor Lückemeier. Und ich stelle Ihnen jetzt im zweiten Vorlesungsteil den Menschen näher vor. Wir beschäftigen uns ja mit Mensch-Maschine-Kommunikation und unser Ziel soll schließlich sein, dass wir Maschinen bauen, die sich auf die Eigenheiten des Menschen gut einstellen, damit sie eben für die Menschen gut zu bedienen sind. Wir haben in der Einführung davon gesprochen, dass Usability nach ISO-Definition eben nicht nur Effizienz und Effektivität einschließt, sondern gerade auch Zufriedenheit des Benutzers. Um den Benutzer also zufriedenstellen zu können, müssen wir verstehen, welche Eigenheiten der Benutzer als Mensch mitbringt. Einmal allgemein als Mensch und dann eben auch noch, das haben Sie in der Einführung schon gehört, seine fachliche Situation, seine Affinitäten, seine Vorkenntnisse. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt eben in dem Bereich Mensch einmal einen groben Abriss geben, wie eigentlich beim Menschen sinnliche Wahrnehmung, wie beim Menschen Informationsverarbeitung funktioniert, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, auf was Sie achten müssen, wenn Sie ein System entwerfen, das von Menschen bedient wird. Werfen wir dann einen Blick auf die Agenda für diese Sitzung. Einmal geht es um die Physiologie der menschlichen Informationsverarbeitung, also genau das Thema Sinne, Sinnesorgane, Informationsverarbeitung. Dann konzentrieren wir uns etwas mehr auf die Psychologie der visuellen Wahrnehmung, weil wir eben hier in der Übung ja auch eine grafische Benutzeroberfläche entwerfen möchten für ein computerbasiertes System. Und die grafische Oberfläche spricht nun mal in erster Linie den Gesichtssinn an, den wir dafür also uns noch näher anschauen müssen. Und Dinge aus dem Gesichtssinn können ja dann auch ins Gedächtnis übertragen werden, damit dazu beitragen, dass der Benutzer einen bestimmten Hintergrund, eine bestimmte Vorerfahrung hat, die ja, wie Sie schon gehört haben, auch seine Erwartung prägt. Deswegen schauen wir uns eben das Gedächtnis noch genauer an und auch mentale Modelle. Am Schluss schauen wir dann auf die Handlungsprozesse, wie ein Benutzer also letztlich wirklich Handlungen an einem System vornimmt und wie sich dann Abweichungen, also Fehler äußern, wenn die Handlungsprozesse hier aus Sicht des Benutzers nicht zum gewünschten Ergebnis führen, welche Ursachen diese Fehler haben können und auch wie man dem schon in gewisser Weise vorab beim Entwurf eines Systems begegnen kann. Steigen wir also ein in den ersten Agendapunkt, die Physiologie der menschlichen Informationsverarbeitung. Sie haben vielleicht schon mal gesehen, dass es eine Computermetapher gibt. Man betrachtet den Mensch einfach mal als Computer und sagt dann nur, sein Gedächtnis, was Sie hier in der Mitte sehen, das wird wohl sein Speicher sein. Und dieser Computer, der bekommt aus der Umwelt, Sie sehen das unten links an diesem Pfeil, natürlich irgendwelche Eingaben, irgendwelche Reize, könnten Sie heute auch sagen, wenn an einen Computer zum Beispiel eine Kamera angeschlossen ist oder ein Mikrofon, irgendwelche Eingaben und verarbeitet diese über Wahrnehmung. Beim Computer würden Sie eben sagen, Kamera, Tastatur, Mikrofon oder ähnliches. Beim Menschen sind das eben genau die Sinnesorgane, die hier der Wahrnehmung dienen und die Wahrnehmung, Sie sehen das hier, die wird beeinflusst. Das ist dieser Pfeil auf der linken Seite nach oben. Dann von dem aktuellen Zustand des Organismus, auch von den Emotionen, die Sie gerade haben. Sie haben vielleicht mal in einem Kommunikationstraining gehört, dass es eben mehr als die reine Sachebene gibt, auf der Menschen kommunizieren. Und wenn mein Zustand schon emotional aufgeladen ist, dann kann ich Äußerungen meines Gegenübers anders interpretieren, als die auf der reinen Sachebene vielleicht gemeint waren. Dann natürlich auch Bewertungen. Was für ein Wertesystem hat der Mensch, der das betrachtet? Aber auch
aktuelle Bedürfnisse, ihre aktuellen Antriebe, was sie als Mensch motiviert, beeinflussen ganz eindeutig, wie sie Dinge wahrnehmen und was sie dann auch wahrnehmen. Wir werden später sehen, dass es da auch Filter gibt in anderen Modellen. Der Organismus mit seinem Zustand wirkt natürlich auch ein auf das Bewusstsein und das Bewusstsein wiederum steuert die bewussten Handlungen und die eigentliche Ausführung natürlich in Übereinstimmung mit ihrem inneren Modell der Außenwelt, wie sie die Welt aktuell sehen und in Übereinstimmung mit dem, was sie bereits in ihrem Gedächtnis an Erfahrungen gespeichert haben und was sie an Wissen durch Lernen oder Üben, da kommen wir später auch noch drauf, aufgenommen haben. Und dieses Exekutivsystem, dieses sogenannte, steuert dann die Motorik geeignet. Wir würden also sagen, ihr eigentliche Verarbeitung, ihr eigentlicher Prozessor, das wäre das Exekutivsystem, das kann dann steuern, dass, wenn Sie jetzt einen Roboter nehmen, eben zum Beispiel der Antrieb auf Vorwärtsfahren gestellt wird und der Roboter fährt weiter. Bei Menschen sind das dann eben die entsprechenden Bewegungen. Und natürlich spielt auch wieder hier der Zustand des Organismus rein in die Motorik. Ja, Sie können sich das denken, Sie sind nervös, Sie sind fahrig, dann agieren Sie von der Motorik her anders, als wenn Sie ganz in Ruhe etwas machen können. Und diese Motorik führt dann natürlich wieder dazu, dass Sie mit Ihrer Umwelt interagieren, dass Sie auf die Umwelt irgendwelche Einflüsse ausüben, dort etwas manipulieren und dann wieder neue Reize von der Umwelt auf Sie einströmen, die Sie wahrnehmen. Ja, in Ihrer Umwelt gibt es eben natürlich externe Speicher, die Sie anzapfen können, um zum Beispiel etwas, ja, aufzunehmen, etwas zu behalten, etwas zu lernen. Aber auch die Modelle, wie die Welt gestaltet ist außen als äußere Weltmodelle. Und natürlich auch Gegenstände, die Sie erstmal symbolisch wahrnehmen. Ihre Erfahrung sagt Ihnen dann, wie ein Gegenstand ist oder wie Sie erwarten, dass er ist. Das gleichen Sie also ab mit Ihrem Speicher, mit Ihrem Gedächtnis. Letztlich, der Computer arbeitet, das haben Sie ja schon gelernt in der Einführung, nach diesem Mechanismus Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Da ist sie wieder, unsere Eva. Und das könnten Sie vergleichen mit diesem Thema Wahrnehmung, Bewusstsein, Motorik. Habe ich schon angedeutet. Letztlich ist die Idee dahinter eben, Sie suchen etwas im Gedächtnis. Das kennen Sie, wenn Sie angestrengt nachdenken. Da war doch was. Was habe ich denn vorgestern nochmal um die und die Uhrzeit? Dann suchen Sie in Ihrem Gedächtnis. Und Sie können auch das einprägen als aktive Handlung sehen. Das haben Sie sicher schon des Öfteren getan, dass Sie Dinge aktiv versuchen, sich ins Gedächtnis einzuprägen. Und letztlich ist die Grundidee hier, dass neben dem Suchen im Gedächtnis Sie eben die Wahrnehmung gleichberechtigt heranziehen und mit gleicher Wirkung heranziehen, um zu überlegen, wie Ihre Motorik dann weiter gesteuert wird durch Ihr Bewusstsein. Und durch Ihren inneren Zustand, den Sie haben, durch Ihre Emotionen, die Sie gerade haben, kann natürlich auch bei unterschiedlichen Personen die gleiche Wahrnehmung zu völlig unterschiedlichen Resultaten, in dem Sinne auch unterschiedliches Verhalten, aber auch unterschiedliches Einprägen ins Gedächtnis führen. Und dadurch entstehen dann natürlich auch immer wieder Situationen, in denen verschiedene Personen Diskussionsbedarf haben. Ein weiteres Modell möchte ich Ihnen vorstellen, das ist das sogenannte Rasmussen-Modell. Hier sehen Sie, dass auch wieder die Umwelt Ihnen natürlich sensorischen Input, sensorische Eingabe liefert und ein bisschen so ähnlich. Auf der anderen Seite haben Sie auch eine Motorik, eine motorische Koordination, die Output erzeugt, Handlungen erzeugt. Und dazwischen haben Sie jetzt einen etwas anderen Aufbau. Sie sehen also, die eigentliche Wahrnehmung passiert hier nach dem Rasmus-Modell erstmal unbewusst, genau wie die eigentliche motorische Koordination. Ja, wenn Sie hinreichend geübt haben, dann passieren viele Dinge in der Motorik
ohne dass sie dafür ihr Bewusstsein einschalten müssen. Manche Dinge sogar ganz ohne, dass sie das Bewusstsein einschalten. Das Atmen zum Beispiel passiert, ohne dass sie dafür überhaupt nachdenken müssen. Und Sie sehen, also das spielt sich im Bereich des Unterbewusstseins ab. Und ganz unterbewusst haben Sie auch nach dem Rasmus-Modell einen sogenannten Inkongruenzentdecker. Und der entdeckt eben, ob, Sie sehen es hier, ob etwas aus der Wahrnehmung nicht kongruent ist mit dem, wie Sie die Welt kennen, und wird dann die Bewusstseinsschwelle überspringen können, damit Sie sich mit dieser Inkongruenz, mit dieser ungewöhnlichen Situation beschäftigen. Und Sie sehen es auch hier, es gibt dann noch dieses weitere Thema Ziele und Emotionen, was ein bisschen sich deckt mit dem Organismusbereich aus dem vorigen Modell. Die Ziele, die sind Ihnen bewusst, die haben Sie bewusst festgelegt. Ihre Emotionen, die sind, wenn Sie jetzt nicht aktiv drüber nachdenken, oft unterhalb der sogenannten Bewusstseinsschwelle, also auch unterbewusst präsent. Der weitere Bereich dann eben, den Sie sehen hier, Ihr eigentliches Weltmodell, wie Sie die Außenwelt sehen, das ist in der Regel auch erstmal unterbewusst. Sie machen sich das erst bewusst, wenn es wirklich gravierende Abweichungen gibt. Wie ist denn mein Modell und an welcher Stelle müsste ich es vielleicht anpassen? Bewusster ist Ihnen das Langzeitgedächtnis, weil Sie darin eben bewusst, wie Sie eben schon gehört haben, kramen können in Ihrem Speicher und suchen können, wie war denn das zu der und der Zeit? Genau dafür ist es ja gedacht. Und Sie sehen hier, Sie steuern eigentlich innerhalb Ihrer Wahrnehmung dann im bewussten Bereich die sogenannte selektive Aufmerksamkeit, die Sie hier links sehen. Und die sagt Ihnen eigentlich, welche Teile Sie ignorieren von dem, was Sie aktuell wahrnehmen, und welche Teile Sie aktiv verfolgen. Das ist genau das Problem, was eben Autisten haben, dass sie bei der Aufmerksamkeit nicht so selektiv sein können, viele, und deswegen diese Reizüberflutung erleiden, weil eben aus der Wahrnehmung das Ganze relativ ungefiltert in die Aufmerksamkeit geht. Und ansonsten, Sie können es teilweise auch bei kleinen Kindern beobachten, dass da viele kleine Dinge, die Sie als Erwachsener für nebensächlich halten oder gar nicht für aufmerksamkeitsrelevant halten, bei denen dann eben plötzlich in die Aufmerksamkeit hineinrutschen, die dann eventuell sogar sehr selektiv wird und die nehmen um sich herum kaum noch etwas wahr. Aber Sie sehen, selektive Aufmerksamkeit, das ist eine wesentliche Geschichte. Wir blenden andere Dinge bewusst aus. Und Sie sehen, der Inkongruenzentdecker, der steuert diese Inkongruenzen letztlich indirekt ein. Er steuert sie nämlich in den sequentiellen Prozessor. Und dieser sequentielle Prozessor, das wäre so in etwa eben der Prozessorteil aus dem Computermodell eben, der steuert die Aufmerksamkeit und steuert auch die Ziele, die Sie eigentlich gerade verfolgen. Und das tut er anhand der Eingaben, anhand der Informationen, jetzt schon nicht mehr einfach sensorischer Input, sondern der ist durch diese selektive Aufmerksamkeit schon zu Informationen in Anführungszeichen veredelt. Basierend auf dieser Information, die er bekommt, und basierend auf den Eingaben aus dem Langzeitgedächtnis und aus dem Kurzzeitspeicher, also dem Kurzzeitgedächtnis, steuert dieser sequentielle Prozessor dann die selektive Aufmerksamkeit. Jetzt könnte an der und der Stelle etwas sein, jetzt muss ich meine Aufmerksamkeit da und dahin richten. Und der sequentielle Prozessor steuert neben der Aufmerksamkeit dann auch die Handlung, die eigentliche Motorik. Das sagt also das Rasmussen-Modell. Sie sehen hier gewisse Übereinstimmungen zu dieser Computermetapher, aber eine insgesamt noch größere fachgebundene Ausdifferenzierung. Nochmal wesentliche Themen hier zusammengefasst. Sie haben diese automatisierten Handlungen, die unterhalb der Bewusstseinsschwelle ablaufen. Verschiedene Dinge, ja, beim Autofahren haben Sie es vielleicht selber noch in Erinnerung, dass Sie, als Sie es gelernt haben, da voll konzentriert waren. Und heute fahren Sie vielleicht das Auto ja schon nebenher, weil viele Dinge durch Üben habitualisiert sind, automatisiert sind und Sie deswegen das nicht mehr so bewusst durchführen müssen. Die Wahrnehmung wird eben unbewusst immer abgeglichen mit Ihrem eigentlichen
Modell. Und genau dafür haben sie diesen Inkongruenzentdecker, der dann feststellt, oh, jetzt stutze ich, da ist etwas nicht so, wie ich es erwarte. Und dann schalten sie um auf die bewusste Verarbeitung. Schauen wir uns jetzt nochmal dieses Thema Reizübertragung und Speicherung an. Wie kommen eigentlich Dinge in ihr Gedächtnis, in ihr Kurzzeitgedächtnis oder dann auch in ihr Langzeitgedächtnis? Welche Eigenschaften haben diese Gedächtnisse? Wann wechselt etwas vom Langzeit ins Kurzzeitgedächtnis, beziehungsweise umgekehrt vom Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis in der Regel? Wann passiert das? Wenn Sie jetzt Wahrnehmung haben, zum Beispiel über Auge und Ohr, dann läuft die eben über diesen sogenannten perzeptuellen Prozessor. Der hat eine Zeitspanne etwa von 100 Millisekunden, in der er jeweils arbeitet, ein Intervall. Und Dinge können sehr schnell, Sie sehen das hier in Rot dargestellt, in das sogenannte ikonische Gedächtnis gehen. Sie sehen ein Bild einfach vor sich, das Sie mal irgendwann gesehen haben, das kennen Sie vielleicht. Sie suchen einen Gegenstand und Sie wissen noch plakativ, so lag er dort und dort, und dann wissen Sie sofort, ah, da muss ich hin und mir diesen Gegenstand wiederholen. Das steckt noch in Ihrem ikonischen Gedächtnis. Und Sie sehen es hier, die Zeitspannen, die hier relevant sind, die bewegen sich auch im Bereich 200 Millisekunden. Es geht also sehr, sehr schnell. Sie sehen, beim Ohr geht es in ein echoisches Gedächtnis. Sie haben also Dinge noch im Ohr, den Spruch kennen Sie vielleicht auch. Und diese Dauer, die ist halt etwas länger, bis das im echoischen Gedächtnis ist, das sind etwa 1,5 Sekunden. Und diese zwei bilden eigentlich sozusagen die Ultra-Kurzzeitkerne Ihres Arbeitsgedächtnisses. Ihr Arbeitsgedächtnis ist dann schon für eine etwas längere Zeitspanne ausgelegt, nämlich für ja, etwa 15 Sekunden, wobei Sie sehen, die Spanne hier, die ist schon sehr weit. Die Spanne ist hier schon von 5 bis 226 Sekunden. Also das überstreicht dann schon fast 4 Minuten, je nachdem, worum es da geht. Und Sie sehen, es gibt eine gewisse Kapazität für jedes dieser Gedächtnisse und die ist nicht besonders groß. Sie sehen es, dass Sie im ikonischen Gedächtnis nur 12 Chunks eigentlich speichern können und im echoischen sogar nur 5. Sie wissen auch, dass der Mensch das meiste über das Auge aufnimmt, deswegen ist das Gedächtnis natürlich auch darauf trainiert, dort eher etwas mehr festhalten zu können, weil das relevant ist. In was für einem Code hier gespeichert wird, ist nicht ganz klar. Im Arbeitsgedächtnis hingegen ist der Code klar. Es kann sowohl auditiv als auch visuell gespeichert sein. Und Sie haben aber hier nur eine Kapazität von 3 Chunks, die Sie halten können. Und auf diese Kapazitäten kann Ihr kognitiver Prozessor, der Ihre Wahrnehmung verarbeitet, in Intervallen von 70 ms, es ist klar, die müssen etwas kürzer sein als die eigentliche Zykluszeit Ihres perzeptuellen Prozessors in der Zykluszeit, in der also jeweils neue Wahrnehmungen reinfließen. Dieser kognitive Prozessor verarbeitet also in etwa 70 ms unter Rückgriff auf das Arbeitsgedächtnis und das Langzeitgedächtnis verarbeitet er Dinge. In Ihrem Langzeitgedächtnis, habe ich jetzt mal plakativ hingeschrieben, die Dauer sei unbegrenzt. Spätestens bei Ihrem Tod wird Ihr Langzeitgedächtnis dann auch erlöschen. Kapazität unbegrenzt. Wenn Sie tatsächlich überlegen, wie war denn das, dann wundern Sie sich immer, habe ich es mir nur nicht gemerkt, dann wäre die Kapazität vielleicht doch nicht unbegrenzt oder gelingt es mir einfach jetzt nicht, die Erinnerung wieder herauszuholen. Das kann ich Ihnen nicht genau beantworten, leider selber auch nicht, woran das liegt. Der Code hier ist semantisch. Sie haben hier wirklich Bedeutungszusammenhänge, die Sie in Ihrem Langzeitgedächtnis speichern. Da geht es also wirklich Richtung Wissen. Was weiß ich, wie kann ich da Verknüpfungen herstellen? Sie wissen, es gibt auch immer wieder Bemühungen, das zu übertragen auf die Darstellung in Informationssystemen. Ja, wir haben die Initiative Semantic Web, wo Sie also die Informationen, die im Web liegen, semantisch zusammenhängend darstellen, in einen semantischen Zusammenhang bringen möchten, damit sie eben leichter durchsuchbar, navigierbar, erfassbar sind. Aber dahin ist es wohl noch ein Stück Weges. Und
aus Ihrem Arbeitsgedächtnis heraus, da wird jetzt eben Ihr motorischer Prozessor gesteuert, auch mit einer Zykluszeit von etwa 70 Millisekunden. Und der wiederum steuert dann Ihre Muskulatur über die entsprechenden Nervenreize. Bei der sinnlichen Wahrnehmung haben wir unsere fünf Sinnesorgane, die sehen Sie hier einfach mal an einem schematischen Bild dargestellt. Und mit diesen Sinnesorganen empfangen wir erstmal Reize. Die Reize werden, das wissen Sie, in Nervenimpulse übersetzt und ans Gehirn weitergegeben. Dieses Gehirn verarbeitet dann diese Reize und interpretiert sie als Bilder, Bewegungen, Geräusche etc. und ordnet sie dann ein in das Schema der eigenen Wahrnehmung, basierend auf eigenen Erfahrungen, auf dem Wissen und so weiter. Das haben Sie in den vorigen Modellen schon gesehen und interpretiert sie und wird dann auf dieser Basis, das steht jetzt hier nicht mehr, eben auch wieder über Nervenbahnen die Motorik steuern. Schauen wir uns jetzt mal das Auge als wichtigsten Sinn des Menschen etwas näher an. Und halten wir hier noch ein paar Eigenschaften des Auges fest. Akkommodation, Sie wissen das, dass bei 50-Jährigen etwa der Nahpunkt auf ca. 50 cm ist. Sie kennen das, ab 50 kommen dann zunehmend auch die Brillen, insbesondere auch Gleitsichtbrillen sogar zum Einsatz. Wenn vorher schon ein anderer Sehfehler vorlag, dann gelingt es einfach nicht mehr, in größerer Nähe zu fokussieren. Das ist bei der Gestaltung von Systemen insoweit wichtig, als Sie überlegen müssen, ist jemand gezwungen, das System näher an sich heranzuhaben als ca. 50 cm, dann müssten Sie eventuell weitere Maßnahmen treffen, zum Beispiel um der chromatischen Aberration, also um Verfälschungen hier zu begegnen, die entstehen, wenn das Ganze näher dran ist. Was Sie dann auch vielleicht schon kennengelernt haben bei sich selber, die Pupille, die passt sich eben von dunkel-hell an in einer Sekunde von 8 auf 4,5 mm, also weitestgehend, und dann in einer weiteren Sekunde erst das letzte Stückchen von 4,5 auf 4 mm. Divergenz, also wie Ihre beiden Augen zueinander jeweils fokussiert sind und gestellt sind, die können Sie teilweise willentlich einstellen. Sie kennen diese stereografischen Bilder, auf die Sie dann passend Ihre Augen einstellen müssen, damit Sie eben den entsprechenden Effekt sehen. Weiter festzuhalten bei der Adaption: Dunkel nach hell geht relativ schnell, wie Sie sehen. Auf jeden Fall spätestens nach einigen Sekunden ist es abgeschlossen. Hell nach dunkel fällt dem Auge wesentlich schwerer. Sie kennen es, Sie kommen in einen sehr dunklen Raum rein aus etwas Hellem und da dauert es wirklich mehrere Minuten, bis Sie irgendetwas vernünftig erkennen können. Je nachdem, wie dunkel der Raum ist und wie hell es vorher war, sind Sie halt eine ganze Weile geblendet. Beim Gesichtsfeld halten wir fest, dass das Gesichtsfeld eigentlich die Form einer liegenden Ellipse hat. Also das ist der Bereich, den Sie gut sehen können. Man kann das evolutionsbiologisch auch erklären, dass man sagt, der Mensch hat relativ wenig Feinde, die von oben kommen. Also braucht der Mensch kein nach oben oder unten großes Gesichtsfeld, sondern in der Regel war der Mensch auch mit Jäger, kommt deswegen mit einem etwas engeren Gesichtsfeld aus als die Tiere, die in ein Beuteschema passen und die selbst fliehen müssen. Dafür braucht er dann als Jäger einen gewissen Bereich, in dem er Stereo sehen kann, also in dem sich die Gesichtsfelder beider Augen vernünftig überlappen, sodass er einen räumlichen Bildeindruck bekommt, um eben auch Beute genau verorten und damit fangen zu können. Im horizontalen Bereich sehen Sie es, ist das Gesichtsfeld eben deswegen viel größer, weil Sie von links und rechts öfter Dinge beachten mussten, sei es jetzt Sozialpartner, also andere aus der Menschengruppe oder eben auch Gefahren. Im vertikalen Bereich ist das ein ganzes Stück kleiner und
Sie sehen hier, dass eigentlich dieser Bereich der Wahrnehmung horizontal von minus bis plus 100 Grad geht. Und Sie aber auch sehen, dass das dann nur eine schemenhafte Wahrnehmung am Rande ist. Schon Ihr Farbsehen setzt ab etwa 60 Grad aus. Und die eigentlichen Symbole erkennen Sie nur in einem Bereich von minus 30 bis plus 30 Grad. Und lesen können Sie sogar nur in einem ganz engen Bereich. Das können Sie beobachten, wenn Sie mal jemand anders beim Lesen zuschauen, wie doch das Auge sich, ohne dass sich der Kopf bewegt, über die Zeilen hinweg immer wieder bewegt und nachfährt, weil eben dieser Bereich, in dem Sie horizontal gut sehen, zum Lesen von Wörtern nur etwa minus 10 bis plus 10 Grad, also in Summe etwa 20 Grad beträgt. Und Sie kennen das auch, dass Sie, wenn Sie nach vorne schauen, Bewegungen in dem äußeren Sichtfeld, links oder rechts, deutlich mehr wahrnehmen als woanders. Und das ist genau Ihr evolutionär bedingter Warnmechanismus, der Ihnen sagt, da außen, da passiert jetzt was, da muss jetzt die Aufmerksamkeit hin. Das wäre genau etwas, was eben auch gemäß Rasmussen über den Inkongruenzentdecker gesteuert sein kann. Sie haben irgendwo eine freie Fläche, Sie erwarten gar nicht, dass da jemand kommt und plötzlich bewegt sich da etwas Schnelles am Rand Ihres Gesichtsfeldes. Dann wird er wach und alarmiert Sie und Sie drehen mindestens das Auge, vielleicht auch den Kopf, um dann das erfassen zu können. Wie schon gesagt, vertikal sieht das Ganze etwas eingeschränkter aus, minus 55 bis plus 80 Grad und auch das Farbsehen entsprechend eingeschränkter. Das passt sozusagen anteilig etwa zu diesem Bereich, der horizontal gilt und Ihre Sehlinie ist eben bei plus 10 bis plus 15 Grad unterhalb der horizontalen, weil sie in der Regel eher etwas mehr Beachtung Richtung unten brauchen. Es könnte sich irgendetwas am Boden befinden. Sie müssen den Bereich sehen, in dem Sie vielleicht laufen möchten. Es könnte auch unten am Boden ein Tier oder es könnte auch etwas zu essen am Boden sein, was Sie sehen müssen. Wahrscheinlich hat es sich so evolutionär entwickelt. Also Sie haben eine liegende Ellipse als Sichtfeld. Das war auch wesentliches Argument hinter zum Beispiel der Umstellung der Film- und Fernsehproduktion von einem 4 zu 3 Format, also einem ja noch relativ quadratnahen Format hin zu 16 zu 9 oder Sie sehen ja im Kino ja noch 18 oder sogar 21 zu 9 horizontal eine Breite zu vertikaler Höhe, weil man eben argumentiert hat, das entspricht mehr dem menschlichen Gesichtsfeld. Und da die Produktionen nun mal rechteckig ablaufen und nicht elliptisch, so wie ihr Wahrnehmungsfeld eigentlich ist, passt man aber dann das Rechteck sozusagen als Umschreibende an diese Wahrnehmungsellipse an. Der Sehsinn selber ist in seiner Auflösung auch relativ eingeschränkt. Da gibt es Tiere, die wesentlich besser sehen können als wir Menschen. Räumlich etwa eine Bogenminute, also in 10 Meter Entfernung noch etwa 3 Millimeter, das ist wirklich die unterste Grenze. Zeitlich gesehen 50 bis 15, 15 bis 50 Millisekunden. Auch das kennen Sie räumlich. Sie wissen, es gibt jetzt den Trend zu Ultra-HD-Fernsehern mit über 3000, nahezu 4000 Bildpunkten in der horizontalen und entsprechend 2000 Bildpunkten in der vertikalen. Und da ist aber die Aussage, diese Fernseher bringen nichts, sofern sie nicht näher als eine gewisse Distanz am Fernseher dran sind. Denn sonst würden sie auch bei ihrem Full-HD-Gerät die Bildpunkte schon gar nicht mehr einzeln wahrnehmen können. Da das so ist und sie demnach dann weiter wegrücken müssen, um wirklich einen Nutzen vom Gerät zu haben, deswegen sind eben die Ultra-HD-Fernseher auch oft in großen Display-Diagonalen erhältlich, denn sonst würden Sie ja aus der großen Entfernung wieder mehr von Pantoffelkino sprechen und nicht bereit sein, dafür entsprechend viel Geld auszugeben. Zeitlich kennen Sie das auch. Und zwar nutzt man das ja genau aus bei den heutigen Flachbildschirmen, bei den LCDs, dass Sie eben hier ein Hold-Type-Display haben, was nur alle etwa 16 Millisekunden refreshed wird bei 60 Hz und das reicht locker aus, um der Auflösung der zeitlichen Ihres Auges zu genügen. Noch mehr hatten Sie das bei Monitoren früher, bei den Röhrenmonitoren, wo ja das eigentliche Bild über einen Strahl auf die
Bildröhre geschrieben wurde und der Strahl fuhr laufend durch, aber eben so schnell, dass ihr Auge aufgrund der begrenzten zeitlichen Auflösung das nicht wahrnehmen konnte. Sie können es manchmal ein bisschen erkennen, wenn Sie aus dem Augenwinkel in Richtung Neonröhren schauen, dass also die Neonröhre aus dem Augenwinkel zu flimmern scheinen, weil sie da eben diesen zusätzlichen Fokus auf Bewegungen haben in diesem äußeren Gesichtsfeld, wie eben angesprochen. Und wenn Sie direkt drauf schauen, dann nehmen Sie es schon nicht mehr unbedingt wahr. Die Sehschärfe ist in der Mitte des Gesichtsfeldes, ja, in den innersten 2 Grad sozusagen, genau eben diese eine Minute. In der Peripherie aber nur ein Vierzigstel. Da sehen Sie gar nicht mehr scharf, sondern Sie nehmen eben eher diese Bewegungen wahr und ja auch schon keine Farben mehr, wie wir schon angesprochen haben. Daher müssen Sie eben, wenn Sie etwas wirklich scharf sehen wollen, mindestens Ihre Augen bewegen. Und darüber können Sie eben dann horizontal diesen Bereich von minus 15 bis plus 15 Grad abdecken. Das reicht gut, um ein Buch zu lesen, zum Beispiel bei einer großen Tageszeitung im klassischen Format. Da brauchen Sie dann ja auch schon Kopfbewegungen. Vertikal sehen Sie es aufgrund dieses Zentrums des Sehfeldes eher etwa 10 bis 15 Grad unterhalb der Nulllinie der Waagrechten, geht dieses Feld dann einen ähnlich großen Bereich, wo Sie scharf sehen, aber dann eben von 0 Grad, also geradeaus, bis 30 Grad, also etwas nach unten. Bei der Augenbewegung gibt es 2 Arten, das sei hier noch angesprochen. Einmal die Saccade, das können Sie auch sehen, wenn Sie jemandem in die Augen schauen länger, dass das Auge immer etwas springt, und zwar wirklich im Bereich 50 Millisekunden etwa. Das ist genau dieses Hin und Her springen im ganz kleinen Bereich des Auges, während die Fixation, die dann eben, Sie sehen es, von 1/4 bis ungefähr 1 Sekunde läuft, zwischen diesen Saccaden. Da fixieren Sie wirklich einen Gegenstand und schauen den an, aber das macht das menschliche Auge eben nicht konstant. Aber Sie selber als über Ihr Gehirn filtern eben diese leichten Augenbewegungen einfach weg und dadurch bekommen Sie selber den Eindruck eines kontinuierlichen Gleitens, wenn Sie mit dem Auge etwas absuchen. Das Thema Flimmern habe ich eben auch schon angesprochen über die Neonröhre bzw. über den Monitor. Es gibt die Frequenz, ab wo das Flimmern eben bei Ihnen verschmilzt, ab wo Sie das nicht mehr wirklich wahrnehmen können. Bei der Helladaption, also wenn Sie auf etwas Helles schauen, circa 70 Hertz. Deswegen war bei den klassischen Röhrenmonitoren eben immer die Vorgabe, Sie sollten eigentlich 85 Hertz einstellen, weil es einige empfindliche Naturen gab, die auch bei 70 Hertz das noch wahrgenommen haben. Sie wissen, dass da ja menschliche Eigenschaften oft dieser gaußschen Normalverteilung genügen und die sieht eben offenbar bei der Adaption so aus, dass dann wirklich 99,9% der Menschen in diesen Bereich unterhalb 85 Hertz fallen, weswegen das dann die Empfehlung war. Bei der Dunkeladaption sind das sogar circa 20 Hertz, die da schon genügen. Sie haben ja schon gesehen, dass das Auge sich auch sehr langsam auf Dunkelheit anpasst. In der Peripherie, das habe ich eben auch schon über das Neonröhrenbeispiel angesprochen, da ist die Verschmelzungsfrequenz höher, also da nehmen Sie Flimmern länger wahr, eben auch aufgrund dieser Bewegungsempfindlichkeit des Auges oder Ihrer Wahrnehmung. Und die Frequenz steigt interessanterweise mit Helligkeit, aber auch mit dem Kontrast und mit der Fläche. Das heißt, eben vor einem sehr großen Bildschirm waren Sie immer dann schon gezwungen, höhere Wiederholfrequenzen einzustellen, was natürlich dann gerade bei den klassischen Röhrenmonitoren ein doppeltes Problem war. Großer Bildschirm hat in der Regel dann auch mehr Pixel. Und wenn Sie dann auch noch eine höhere Frequenz einstellen müssen, dann wurden die Anforderungen an Ihren Grafikprozessor und an die Kabelverbinder und so weiter wurden halt sehr, sehr groß. Die Verschmelzungsfrequenz steigt mit der Müdigkeit, also je müder Sie werden, desto mehr nehmen Sie Flimmern wahr, interessanterweise. Jetzt haben wir uns eine ganze Weile mit der
Physiologie beschäftigt der menschlichen Informationsverarbeitung da insbesondere mit dem Gesichtssinn, weil wir das für die Übung hier brauchen und deswegen möchten wir uns in dem folgenden Bereich bei der Psychologie der Wahrnehmung eben auch auf die visuelle Wahrnehmung hier insbesondere fokussieren. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht, wo ich zwei ganz wichtige Punkte, die Sie hier auch in Rot gefärbt sehen, herausheben möchte. Man sieht, was man zu sehen gewohnt ist und man sieht, was man zu sehen erwartet. Gerade deswegen lässt sich Ihr Auge, beziehungsweise eigentlich eben Ihr Gehirn, das interpretiert, was vom Auge kommt, lässt sich eben so leicht in Anführungszeichen täuschen. Sie sehen es hier, an sich erkennen Sie hier einen Wolf oder einen Husky, je nachdem, was Sie hier sehen möchten, wenn Sie das große Ganze anschauen. Weil Sie die physische Wahrnehmung auswerten durch Ihr Exekutivsystem. Ihr Auge selber, wenn Sie jetzt mal etwas länger und genauer drauf schauen, erkennt in diesem großen Ganzen aus einzelnen kleinen Teilen, aber dass die kleinen Teile eigentlich viele, viele Buchstaben, Zahlen, Striche, Satzzeichen und so weiter sind. Und da sehen Sie, das sagen auch die Gestaltgesetze, die Summe, ja, das Ganze sozusagen ist anders als die Summe seiner Teile. Sie kennen auch diese Aussage, dass zum Beispiel ein Team mehr wert sein kann als die Summe der Leistungen der einzelnen Mitarbeiter, dass man also letztlich eine höhere Leistung bringen kann als Team, gerade als heterogenes Team. Und das gilt eben in der Wahrnehmung auch. Das Ganze kann sich deutlich unterscheiden von der Summe seiner Teile. Wenn Sie das stumpf durchlesen, würden Sie sagen, hier stehen viele Zeilen mit sinnlosen Buchstaben und Zahlen, weil Sie einfach nur die Teile wahrnehmen. Wenn Sie aber dann das Ganze wahrnehmen, dann sehen Sie, dass das Ganze durchaus einen Sinn ergibt. Ich habe eben die Gestaltgesetze schon angesprochen. Letztlich geht das zurück auf die Gestalttheorie nach Max Wertheimer. Sie sehen es, der war aktiv hier in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, also vor, ja, knapp 100 Jahren hat er das Ganze sich über psychologische Studien erarbeitet und das betrieben innerhalb der Berliner Schule, sich sehr intensiv mit Kognitionsforschung auseinandergesetzt und eben veröffentlicht Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt in dem Band 4 der psychologischen Forschung 1923, also jetzt vor über 90 Jahren. Er hat eben plakativ gesagt Gestaltgesetze erarbeitet, worin er Erfahrungsregeln fasst zur Wirkung von Anordnung, Formgebung und Farbwahl. Insgesamt hat er da über 100 sogenannte Gesetze beschrieben. Ich möchte Ihnen aber hier nur ein paar wesentliche zeigen, die wir jetzt im Systementwurf besonders oft gebrauchen können. Ich habe es schon angesprochen, Sie können diese Gesetze im Systementwurf gebrauchen, also zum Beispiel beim Bildschirmlayout. Und die eigentlichen Nutzen, die diese Gestaltgesetze stiften, sind eben, dass sie Bedeutungszusammenhänge entweder herstellen oder auch vermeiden können über die Anwendung der Gestaltgesetze. Sie verbessern die Wahrnehmbarkeit insgesamt. Sie erleichtern auch Suchen und Erkennen von Daten. Und sie schaffen ein ruhigeres, ausgeglicheneres Erscheinungsbild, was vielleicht eben auch zur Zufriedenheit der Benutzer darstellen kann. Um jetzt diese anderen beiden Bereiche der ISO-Definition von Usability zu adressieren, sie verkürzen auch die Reaktions- und Entscheidungszeiten um bis zu 30%, erhöhen also auch deutlich die Effizienz. Kommen wir also nun zu einigen wichtigen Gestaltgesetzen. Als erstes Mal habe ich Ihnen das Gesetz der Nähe mitgebracht. Benachbarte Elemente nehmen Sie als zusammengehörig wahr, selbst wenn sie sich in Form, Größe und Farbe unterscheiden. Hier ein Beispiel für räumliche Nachbarschaft. Sie können auch zeitliche Nachbarschaft betreiben. Das, was kurz hintereinander kommt, nehmen Sie als zusammengehörig wahr. Bei der räumlichen Nachbarschaft, Sie sehen es hier ganz deutlich, Sie haben dieselben Zahlen einmal arrangiert. Mit größeren Lücken zwischen den
Spalten und einmal arrangiert mit größeren Lücken zwischen den Zeilen, wobei dann in der jeweils anderen Dimension die Zahlen enger zusammenstehen. Und es ist ganz eindeutig, Sie nehmen hier im linken Bereich 5 Spalten von Zahlen wahr und im rechten Bereich nehmen Sie wahr, dass die Zahlen dieselben Zahlen eben, aber in 5 Zeilen arrangiert sind. Schauen wir uns also jetzt nochmal eine Anwendung des Gesetzes der Nähe in der Mensch-Maschinen-Kommunikation an. Da sehen wir, dass man eben Zusammengehörigkeiten einerseits durch Nähe betonen kann, andererseits auch Unterschiede durch Distanz trennen kann. Wenn Sie hier auf den linken Dialogentwurf schauen, dann sehen Sie, dass die Beschriftungen der Felder links in einer Spalte wie aufgereiht stehen, während rechts die eigentlichen Eingabefelder wie an der Perlschnur aufgereiht in der Spalte stehen. Und Sie sehen hier schon, das ist der Eindruck, den ich jetzt wiedergegeben habe. Das Gesetz der Nähe betont hier fälschlich, dass die Beschriftungen alle zusammengehören und dass die Eingabefelder alle zusammengehören. In Wirklichkeit gibt es ja zu jeder Beschriftung in derselben Zeile auch das korrespondierende Eingabefeld. Das nimmt man aber so gar nicht wahr. Und Sie sehen dann, wenn man das Gesetz der Nähe anwendet, auf der rechten Seite diesen Dialogentwurf, dass hier bestimmte zusammengehörige Teile auch über Nähe gruppiert worden sind. Sie sehen also Anrede, Titel leicht abgesetzt von Vorname und Nachname und dann eben ein größerer Bereich, der frei bleibt zu diesem folgenden Block mit den Adressinformationen und darunter eben nochmal wieder ein Bereich, der frei bleibt zu diesem Block mit diesen gruppierten Bankinformationen zur Bankverbindung und die dann auch eben in der Reihenfolge angegeben, wie man sie normalerweise erwartet. Damit also über das Gesetz der Nähe einmal gleiches zu, oder zusammengehöriges gruppiert. Sie sehen auch, dass die Eingabefelder hier wesentlich näher an den jeweiligen Beschriftungen dran stehen, sodass man also gleich wahrnimmt, hier gehören Beschriftung und Eingabefeld wirklich zusammen. Sie sehen, im Ergebnis fällt der ganze Dialog auch wesentlich kleiner aus. Schauen wir uns ein weiteres Gestaltgesetz an, das Gesetz der Gleichheit oder Ähnlichkeit. Man möchte hier Elemente, die einander gleichen, als zusammengehörig wahrnehmen. Als Mensch tut man das automatisch. Das heißt, Gleichheit oder Ähnlichkeit kann sich hier beziehen auf ganz unterschiedliche Dinge. Einmal schlicht auf die Farbe, zum anderen aber auch auf Helligkeit, Größe, Orientierung oder Form. Wenn Sie jetzt dieses Beispiel hier unten betrachten, dann sehen Sie eben, da die Elemente alle die gleiche Größe und die gleiche Form haben und hier in einer Reihe positioniert sind, also eine ähnliche Orientierung haben, nimmt man diese Elemente automatisch als zusammengehörig war. Jetzt sehen Sie aber auch, dass innerhalb dieser zusammengehörigen Gruppe, die hier eine Zeile bildet, es eben nochmal über Farbe, beziehungsweise jetzt hier, weil die Farbe entzogen ist, eher über die Helligkeit als über die Farbe, diese weitere Gruppierung innerhalb dieser Elemente nochmal vorgenommen ist. Das heißt, Sie können also sogar diese Gleichheit oder Ähnlichkeit mehrstufig einsetzen und in der Wahrnehmung entsteht dann sogar eine mehrstufig abgestufte Empfindung von Zusammengehörigkeit. Wenn Sie das anwenden auf das Oberflächendesign in der Mensch-Maschine-Kommunikation, dann ist also die Lehre daraus, dass Sie gleichartige Elemente auch gleichartig darstellen, während Sie Unterschiede eben durch unterschiedliche Darstellungen betonen sollten. Schauen wir nochmal hier auf diesen linken Entwurf dieses Dialogs. Da sehen Sie, dass über das Gesetz der Nähe ja hier entsprechende Gruppierungen vorgenommen wurden, wie wir es gerade im vorigen Beispiel gesehen haben. Und das Gesetz der Gleichheit sagt eben jetzt, wenn Sie innerhalb dieser Felder nochmal eine Kategorisierung haben, was besonders wichtig ist, dann können Sie das eben nochmal zusätzlich gruppieren, zum Beispiel über die Farbe. Das kann an manchen Stellen problematisch sein, da werden wir in der Einheit über Barrierefreiheit nochmal näher drauf eingehen. Und Sie sehen auch noch, dass hier in dem linken Entwurf diese Schaltflächen
sehr ähnlich optisch wirken zu den Eingabefeldern, während in dem rechten Entwurf diese Schaltflächen eben klar anders abgesetzt sind und man sofort erkennt, das muss etwas anderes sein als ein Feld, in das ich eine Eingabe vornehmen kann. Als drittes Gesetz habe ich Ihnen hier das Gesetz der guten Fortsetzung mitgebracht. Das besagt schlicht, dass Elemente, die räumlich oder zeitlich in einfacher, harmonischer, gesetzmäßiger Folge angeordnet sind, eben als zusammengehörig und damit als eine Figur erscheinen. Die Fortsetzung kann eben, wie schon erwähnt, räumlich oder zeitlich erfolgen, und sie sollte einfach und harmonisch und irgendwie gesetzmäßig wirken, wenn Sie das Ganze für sich nutzen wollen. Sie sehen hier, ich habe Ihnen das mal über diese farbige Linie dargestellt, gezeigt. Man nimmt einfach wahr, dass diese Fortsetzung, diese gute Fortsetzung in der Regel gerade ist. Das kennen Sie vielleicht noch aus diesen Kinderlabyrinthspielen, wo also unterschiedliche Fäden dargestellt werden, die übereinander verlaufen und man soll herausfinden, welcher Faden jetzt von welchem Anfang zu welchem Ende läuft. Da muss das Kind das Gesetz der guten Fortsetzung anwenden, um sozusagen per Annahme unzureichender Grund, dass es anders sein könnte, eben die in der Regel gerade durchgezogene Verbindung weiterzuverfolgen und nicht irgendwo um eine Ecke zu laufen. Denn ansonsten sind diese Kreuzungen nicht besonders abgesetzt. Also man glaubt hier in dieser Darstellung, dass gemäß guter Fortsetzung einfach diese Plots in dieser über die farbigen Linien dargestellten Weise verlaufen. Tatsächlich, wenn Sie die Formen drunter anschauen, sieht das anders aus. Schauen wir uns jetzt das vierte Gestaltgesetz an, was ich Ihnen hier mitgebracht habe. Das ist das Gesetz der Schließung oder Geschlossenheit. Sie vervollständigen über Ihre Wahrnehmung implizit Konturen. Sie besitzen Erfahrungswissen über mögliche Figuren, die Sie kennen, gerade so regelmäßige geometrische Figuren. Die kennen Sie einfach und Sie erwarten dann, dass die Figur entsprechend fortgesetzt ist. Sie vervollständigen auch entsprechend, um zwischen Innen und Außen unterscheiden zu können oder zwischen Figur und Hintergrund unterscheiden zu können. Und wenn Sie hier diese linke Figur anschauen, Sie nehmen einfach an, das ist ein Kreis, aus dem ein kleines Stück herausgeschnitten worden ist, ein Kreis mit Lücke und nicht etwa irgendeine bogenförmig gezeichnete Linie. Wenn Sie das rechte Beispiel ansehen, wird es noch deutlicher. Hier sind tatsächlich nur 60% dieser Kreislinie gezeichnet, 40% fehlen schon, also fast die Hälfte. Und trotzdem nehmen Sie das Ganze noch als einen Kreis wahr. Als fünftes das Gesetz der Erfahrung oder Erwartung. Die visuelle Wahrnehmung greift eben zurück auf ihre Erfahrungen und vervollständigt damit unvollständige Muster. Das ist ganz normal. Sie haben es ja schon gesehen. Sie haben Wissen angesammelt, Sie haben Dinge geübt, Dinge gelernt und die kommen immer dann ins Spiel, wenn ihr Bewusstsein etwas verarbeitet in den Modellen, die wir ja schon gesehen haben. Ein Beispiel wäre das Überlesen von Druckfehlern. Wenn es einfach nur zwei getauschte Buchstaben sind, fällt Ihnen das oft nicht mal auf, selbst als jemand, der den Text zum ersten Mal liest. Man hat schon nachgewiesen, solange der erste und letzte Buchstabe eines Wortes gleich bleiben, dürfen Sie innen drin sogar mehrere Permutationen der Buchstabenfolge vornehmen und sogar mehrere Fehler einbauen. Und trotzdem tut der Mensch sich relativ leicht damit, aus seiner Erfahrung heraus dann doch das richtige Wort zu lesen. Das Ganze spart natürlich Speicherplatz. Sie müssen sich diese ganzen einzelnen Permutationen nicht merken, die sinnlos sind und einzeln abspeichern, das ist sinnlos, sondern Sie wissen einfach, was die sinnvollen Muster sind und nehmen einfach sozusagen den nächsten Nachbarn, das, was am nächsten dran ist. Ähnlich wie vielleicht die Rechtschreibprüfung in einer Textverarbeitung, die Ihnen dann manchmal auch Unsinniges vorschlägt. Ihr eigener Prozessor ist da um einiges leistungsfähiger und sucht dann eher gleich passend sinnerhaltend. Letztlich ist dieses Gesetz der Erfahrung oder Erwartung Grundlage des Erfolgs von Metaphern, mit denen werden wir uns später auch noch etwas mehr auseinandersetzen. Sie lehnen sich an Modelle, an bekannte Dinge aus der realen Welt,
Beispiel wäre eben die Desktop-Metapher heutiger grafischer Benutzeroberflächen, kurz GUIs. Als Benutzer nutzen Sie dann vorhandenes Wissen. Jeder im Berufsleben hat einen Schreibtisch oder einen Schreibtisch mindestens schon mal gehabt. Und damit kennt er sozusagen dieses Grundbild und wird die vielen Analogien, die da existieren, auch sofort wahrnehmen und muss deswegen weniger umlernen, wenn er jetzt das neue Gerät verwendet. Als sechstes Gestaltgesetz habe ich Ihnen hier das Gesetz der guten Gestalt mitgebracht. Das ist eigentlich die Zusammenfassung, das Zusammenwirken der Gestaltgesetze. Sie möchten an sich möglichst einfache, regelmäßige, symmetrische, geschlossene Figuren definieren entlang weniger definierter Fluchten, damit eben auch die Ausrichtungen sofort klar und prägnant sind. Und Sie sollten auch die Unterscheidung zwischen Figur und Hintergrund gewährleisten. Was passiert, wenn das nicht unbedingt der Fall ist, sehen Sie ja in diesem unteren Beispiel, was ja sehr bekannt ist, wo dann immer die Frage ist, was sehen Sie eigentlich hier gerade auf diesem Bild? Und da gibt es eben zwei mögliche Antworten, je nachdem, was Sie gerade als Vorder- oder Hintergrund wahrnehmen. Da wären also eigentlich die Gestaltgesetze nicht sauber angewendet worden. Wenn Sie die Gestaltgesetze also kombinieren, was ich eben ja schon nahegelegt habe, was ein Ziel sein sollte, dann können Sie insgesamt die Wirkung Ihrer Darstellung beeinflussen. Eben zum Beispiel Nähe und Gleichheit, was ich Ihnen eben schon an diesem Dialogbeispiel gezeigt hatte. Sie können auch das eine Gesetz mehrfach anwenden. Sie haben das eben auch bei dem Gesetz der Gleichheit gesehen, dass sie in diesem Streifen von Buchstaben sowohl die gleiche Form hatten als auch die gleiche Ausrichtung und darüber eben das Ganze noch verstärken können. Verstärkungseffekte sind da möglich. Es kann Ihnen auch passieren, wenn Sie die Gestaltgesetze ungeschickt anwenden, dass Sie Abschwächungseffekte haben. Sie sollten darauf achten, wenn Sie das Layout vornehmen einer Benutzeroberfläche, dass Sie eben eine möglichst eindeutige und widerspruchsfreie Wirkung erzielen, also gerade sich von diesen Abschwächungseffekten fernhalten. Ich zeige Ihnen hier mal ein Beispiel, wo Sie feststellen, wie das Gesetz der Gleichheit zusammenwirken kann mit dem Gesetz der Nähe. Sie sehen hier links, die Elemente sind grundsätzlich erstmal alle gleich und Sie sehen auch, die sind in den Zeilen näher ausgerichtet als in den Spalten. Das heißt, man nimmt es hier als fünf Zeile mit je fünf Elementen wahr. Sie können diese Wahrnehmung noch verstärken, indem Sie jetzt zeilenweise zum Beispiel unterschiedliche Farbmarkierungen einfügen. Sie kennen das bei der Tabellendarstellung auch, dass man alternierend die Zeilen färbt, um hier das Auge mehr zu führen über die einzelne Zeile, damit das Auge nicht verrutscht, gerade wenn die Tabellen größer sind. Sie sehen aber auch, wenn Sie es ungeschickt anwenden, wie hier in dem rechten Beispiel, dann schwächen Sie eigentlich das Gesetz der Nähe durch das Gesetz der Gleichheit wieder ab, indem Sie nämlich jetzt hier durch Gleichheit suggerieren, es gibt hier gleiche Elemente in den Spalten, während Sie über die Nähe suggeriert haben, es gibt hier Zeilen. Das wäre also ein sehr ungeschickter Ansatz. Tabellen habe ich eben schon angesprochen. Ich habe Ihnen hier auch noch mal ein Beispiel mitgebracht, wo Sie sehen, bei der linken Tabelle wirkt das Gesetz der Nähe für sich allein eigentlich ungünstig. Denn dadurch, dass die Spalten hier sehr breit sind und gar nicht so viel Inhalt enthalten, erzeugt das Gesetz der Nähe den Eindruck, dass Sie eigentlich die Elemente in den Spalten als zusammengehörig haben. In Wirklichkeit haben Sie natürlich hier Daten zu jeweils einem Element in einer Zeile. Und Sie sehen alleine dadurch, dass Sie das Gesetz der Gleichheit hier anwenden und diese Führungslinien mit den alternierenden Farben einziehen, alleine dadurch erzeugen Sie einen deutlich anderen Eindruck von von der Zusammengehörigkeit dieser einzelnen Elemente. Jetzt greifen wir nochmal zurück auf unser Beispiel von eben, wo wir also unsere Kurven hatten. Und Sie sehen jetzt hier, wenn ich die Farben mal wegnehme, dass Sie, wenn Sie nur die Formen haben, hier sehen, an sich treffen sich diese beiden Kurven in diesem einen Punkt in der Mitte.
und laufen dann jede in ihre Richtung wieder auseinander. Die Darstellung ist natürlich in doppelter Hinsicht ungünstig gewählt, denn Sie sehen hier, das eine soll eine Kühlwassertemperatur, das andere einen Kühlwasserdurchfluss darstellen. Und alleine durch Verschiebung der beiden Skalen auf der Y-Achse zueinander hätte man hier erreichen können, dass dieses Minimum und Maximum nicht zusammenfallen. Aber es geht hier ja auch um ein Lehrbeispiel und das Lehrbeispiel zeigt Ihnen deutlich, Sie sehen, dass die Gleichheit der Form hier relativ schwach wahrgenommen wird und dass man eigentlich eher gemäß Gesetz der guten Fortsetzung daran glaubt, dass diese Kurven sich hier wirklich kreuzen. Das Gesetz der Farbe ist dann schon deutlich stärker und das werden Sie jetzt sehen. Wenn wir diese Punkte passend färben, dann sehen Sie, dass die Kurven sich eben nicht kreuzen. Gehen wir jetzt in den dritten Punkt hinein, in das Thema Gedächtnis und mentale Modelle. Da möchte ich Ihnen eben ein bisschen was zur Arbeitsweise des Gedächtnisses und auch zu Modellen, die wir uns bilden, erläutern. Vorab müssen wir dafür einige Begriffe klären. Sie kennen wahrscheinlich den Unterschied zwischen Information und Wissen. Ich habe ihn hier nochmal kurz zusammengefasst. Information eben nach Bateson, jeder Unterschied, der etwas ausmacht, ist erstmal eine Information. Also die Information zu besitzen, macht einen Unterschied gegenüber dem Fall, wo Sie die nicht besitzen. Wissen jetzt ist mehr. Wissen findet statt über die Beziehungen zwischen vorhandenen Informationen, wenn ich jetzt mal auf den dritten Punkt vorspringe. Ganz grundsätzlich ist Wissen die Voraussetzung für die Ausführung von Aufgaben. Sie müssen irgendwie dieses größere Ziel sehen und damit eben eine umfassendere Aufgabe leisten können. Und dazu müssen Sie erstmal überhaupt wissen, wie Sie diese Aufgabe absolvieren können oder sollten. Zum anderen brauchen Sie eben auch gespeicherte Informationen inklusive deren Beziehungen, um damit eben Aufgaben ausführen zu können. Also damit habe ich eigentlich die nächsten beiden Punkte hier in dem Bereich Wissen schon erläutert. Sie speichern Informationen im Gedächtnis und vor allem eben auch deren Beziehungen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass unser Gedächtnis eigentlich auf semantischer Ebene arbeitet. Also was ist der Sinn dahinter? Und damit ermöglicht es uns eben, wirklich komplexe Modelle der Außenwelt zu bilden und die eben auch im täglichen unter den neu einströmenden Informationen, den neu einströmenden Sinnesreizen jeweils zu validieren und gegebenenfalls anzupassen. Lernen ist dann genau der Erwerb von Wissen. Sie nehmen erstmal Informationen in das deklarative Gedächtnis auf. Sie versuchen, diese Informationen gut zu behalten, damit Sie sie sicher und über lange Zeit hinweg abrufen können und auch leicht abrufen können. Das sollte eben schnell und sicher gehen. Sie können es einfach rekonstruieren. Zum Lernen natürlich ist der Lernkontext wichtig. Warum lernen Sie? Welche Ziele verfolgen Sie damit? Was ist Ihre Motivation für das Lernen? Und Lernen kann eben auch ein sozialer Prozess sein. Sie kennen das. Es könnte über Gruppendruck so einen Auslöser geben, dass gefragt wird, was Sie haben das noch nicht gelernt. Ich bin aber doch schon weiter. Sie möchten vielleicht auch mit Ihren Kommilitonen im gleichen Semester bleiben, die gleichen Veranstaltungen besuchen können. Das kann also durchaus auch dazu führen, dass Lernen ein sozialer Prozess ist oder eben auch, wenn wir auf den Einzelfall gehen, Sie lernen in der Gruppe gemeinsam, besprechen dort Dinge durch und allein durch die Diskussion lernen Sie schon wieder etwas, weil Sie sich vertieft mit Materie beschäftigen. Beim Lernen gibt es eben eigentlich drei Phasen. Das eine ist das Einprägen. Sie haben es im Kurzzeitgedächtnis, also in Ihrem Arbeitsgedächtnis. Beispiel, Sie haben den Text gelesen, das haben wir ja schon besprochen, dass es dann von dem Auge über den perzeptuellen Prozessor erstmal in ein Arbeitsgedächtnis hineingeht. Und Sie müssen es jetzt von dort ins Langzeitgedächtnis überführen, damit Sie es dann nach längerer Zeit wieder abrufen können. Hintergrund ist, dass das Memorieren im Kurzzeitgedächtnis ineffizient ist und auch für größere Mengen Informationen gar nicht zielführend, denn Sie haben schon gesehen, die Kapazität Ihres Kurzzeitgedächtnisses, die ist beschränkt. Also Vokabeln lernen durch ständiges Wiederholen der Wortpaare,
erzeugt ihnen letztlich einen hohen Aufwand, ein relativ schwaches Ergebnis und oft auch ein nur kurzzeitiges Behalten. Wenn Sie jetzt mal überlegen, welche Wörter Sie aus der Schulzeit noch kennen, die Sie mal in den Sprachen als Vokabeln gelernt haben, dann werden es sicher nicht die sein, die Sie irgendwann mal in irgendeiner Schulbuchlektion gesehen haben, versucht haben, da zu lernen, die vielleicht einmal kurz danach in einem Vokabeltest abgefragt wurden und die danach wieder weg sind, weil sie die nie wieder gebraucht haben und weil sie eben nur im Kurzzeitgedächtnis steckten. Deswegen müssen Sie versuchen, Dinge eben wirklich zu behalten. Und dafür brauchen Sie, wenn das einfach gehen soll, Beziehungen zu vorhandenen Wissensstrukturen. Wenn Sie die herstellen können, Assoziationspaare bilden oder ähnliches, dann tun Sie sich wesentlich leichter mit dem Behalten. Dritter Schritt wäre dann eben das Abrufen. Dabei stellen wir fest, dass Wiedererkennen viel einfacher ist als Reproduzieren. Sie können das ein bisschen auch zum Beispiel schon am Sprachenlernen festmachen, wo Sie feststellen, Sprechen fällt Ihnen viel schwerer als Verstehen. Wenn jemand anders das Wort sagt, dann wissen Sie noch, was das bedeutet. Aber wehe, Sie sollen einen Satz bilden und Ihnen fällt dieses Wort dann nicht ein. Das gilt aber genauso zum Beispiel für Gesichter. Sie wissen, Gesichter, individuelles Merkmal der Menschen und gerade für den Menschen als soziales Wesen auch ganz wesentlich, sich in der Gruppe orientieren zu können und daran Assoziationen zu knüpfen. Und deswegen tun wir uns mit dem Gesichtserkennen sehr leicht. Aber reproduzieren, zum Beispiel in einem Phantombild, das fällt uns schon ein ganzes Stück schwerer. Zur Wahrnehmung habe ich Ihnen noch die Übersicht über die Experimente von Santa von 1977 mitgebracht. Er hat Unterschiede aufgezeigt zwischen visueller und verbaler Repräsentation. Sie sehen das ja jetzt hier auch. Einerseits zeige ich Ihnen Vorlesungsfolien, die Ihren Gesichtssinn ansprechen. Andererseits versuche ich Ihnen auch nochmal auf der Tonspur zu erläutern, was eigentlich hier der wesentliche Inhalt ist. Und es gibt Menschen, die sich eben sehr viel leichter tun, die visuelle Repräsentation aufzunehmen und solche, die sich leichter tun, verbale Repräsentation, insbesondere wenn es akustisch stattfindet, aufzunehmen. Aber Santa unterschied jetzt hier nur in dem visuellen Bereich, nehmen wir Formen leichter auf oder geschriebene Wörter. Er hat im Versuchsablauf hier gezeigt, dass erstmal ein Einprägen einer visuellen Vorgabe als Vorreiz erfolgen soll und im Anschluss zeigt er dann unterschiedliche visuelle Darstellungen, sogenannte Prüfreize. Und die Probanden sollen eben entscheiden, ob der Prüfreiz die gleichen Elemente wie der Vorreiz enthält. Und Vorreiz und Prüfreiz unterschieden sich eben, das habe ich schon kurz angedeutet. Entweder ging es um geometrische Objekte oder um Wörter. Sie sehen hier das erste Experiment, das sind genau die geometrischen Elemente. Sie sehen als Vorreiz hier diese drei Formen angeordnet, ein Dreieck, ein Quadrat und einen Kreis. Und Sie sehen der Prüfreiz unten dann, da sind einmal die drei Elemente exakt wieder angeordnet wie oben. Da haben wir also ein exakt gleich. Daneben sehen wir ein Beispiel, wo es ungleich ist, aber zumindest noch gleich räumlich angeordnet. Und da sehen Sie auch wirklich, wir tun uns da relativ leicht, das schnell zu erfassen. Es wird schwieriger, wenn die Elemente aus dem Vorreiz sich im Prüfreiz zwar wiederholen, aber eben nicht mehr in der gleichen, komplett gleichen räumlichen Anordnung, sondern hier linearisiert. Und das hat er auch validiert über den ungleichen linearisierten Prüfreiz. Und Sie sehen, dass die Probanden hier definitiv langsamer waren, dieses linear gleich oder linear ungleich zu erfassen. Das zweite Experiment ging dann über Wörter. Und da sehen Sie, an sich steht hier verbal genau dasselbe wie vorher die geometrischen Formen, also deren verbale Repräsentation. Und die ist wieder angeordnet, wie die geometrischen Elemente vorher auch angeordnet waren. Das findet dann wieder erst als Vorreiz statt. Und Sie sehen, im Prüfreiz genauso,
dass sie hier wieder gleich und ungleich haben, und zwar einmal exakt in der identischen räumlichen Positionierung wie im Vorreiz und einmal linearisiert. Und hier interessanterweise tut sich unser Gesichtssinn, unser Gehirn leichter, die Gleichheit zu erkennen, wenn diese Verbalrepräsentationen linearisiert sind. Ganz im Gegensatz zu den ursprünglichen geometrischen Formen. Und das sind genau die wesentlichen Ergebnisse erstmal. Geometrische Objekte, die kann man schnell erkennen, wenn die Elemente gleich angeordnet sind. Und die Elemente des Vorreizes sind offenbar damit im Gedächtnis visuell mit einem räumlichen Bezug zueinander gespeichert. Sie haben ja in dem Modell zur Wahrnehmung auch kennengelernt, dass eben Elemente aus dem perzeptuellen Prozessor, die visuell aufgenommen wurden, dass die in das ikonische Gedächtnis wandern. Und das wäre hier, wenn Sie es jetzt schnell genug hintereinander zeigen oder so wie ich eben Ihnen gleich auf einer einzigen Folie zeigen, wäre dann klar, diese Dinge rufen Sie aus dem ikonischen Gedächtnis ab. Und das ist tatsächlich wie ein Icon, wie ein kleines Bildchen, wie Sie das von Ihren Anwendungen her kennen, wird eben genau diese Bildrepräsentation gesucht. Und wenn es abweicht, dann sind Sie gezwungen, tatsächlich eine räumliche Umordnung vor Ihrem geistigen Auge vorzunehmen. Bei Wörtern hingegen ist es genau andersherum. Sie haben eine schnelle Erkennung, wenn die Wörter linear angeordnet sind. Sie sind es eben gewöhnt, dass Wörter linear hintereinander stehen. Das ist Ihre Erwartung. Und wenn Sie hier Wörter aufnehmen, dann bilden Sie eben implizit Ketten ohne einen räumlichen Bezug. Und das heißt, wenn die Wörter wieder verteilt sind, dann müssen Sie eben doch erst wieder diese lineare Ordnung innerlich herstellen und abgleichen, sind die gleich oder nicht gleich. Was sind jetzt die Konsequenzen aus diesen Experimenten von Santer? Zum einen, es gibt unterschiedliche Kodierungen offenbar für die gespeicherte Information. Geometrische Objekte eben in räumlichem Zusammenhang, während Wörter als Ketten kodiert gespeichert sind und offenbar auch unterschiedliche Erkennungsleistungen. Nämlich genau dann besser, wenn die Anordnung auch der Kodierung entspricht, wie Sie sie offenbar bei sich im Gehirn speichern. Welche Folgerungen sollten wir jetzt für die Bildschirmoberflächengestaltung daraus ziehen? Das eine ist eben, Verbalobjekte sollten Sie grundsätzlich linear in Zeilen und Spalten anordnen, jeweils in kulturspezifischer Leserichtung. Denken Sie daran, in Hebräisch zum Beispiel liest man ja genau andersherum. Und grafische Elemente hingegen sollten Sie möglichst gleichbleibend geometrisch anordnen und dabei eben auch die Gestaltgesetze beachten. Jetzt haben wir also einen Lernvorgang vielleicht hinter uns gebracht und erinnern uns wieder und denken nach, was haben wir eigentlich damals an Wissen aufgenommen? Das ist genau unser Vorgang der Wissensrekonstruktion. Die Kodierung und Speicherung erfolgt natürlich grundsätzlich mit dem Ziel, dass wir dieses Wissen einfach rekonstruieren können. Genau diese Vereinfachungen ermöglichen es uns eben auch, in unserer Welt zurechtzukommen. Das heißt, sie versuchen möglichst einfache Grundelemente aufzubauen, möglichst einfache Grundregeln und sich ein bestehendes Modell zu bilden und Dinge darein wiederum einzuordnen, wenn das irgendwie möglich ist. Und erst wenn der Widerspruch gar zu groß wird und es überhaupt nicht mehr auf ihr Modell passt, dann verwerfen sie es und orientieren sich um. Nehmen Sie als Beispiel hier dieses Thema Planetenbahnen. Die Umlaufbahnen der Kreise, der Planeten sollen eine Kreise sein um die Sonne. Dann stellt sich plötzlich raus, oh, diese Kreise haben Epizykel. Die Epizykel haben Epi-Epizykel. Und am Ende stellen Sie fest, es wird nicht gehen, wenn die Planetenumlaufbahn ein Kreis ist, sondern die Planetenumlaufbahn muss einfach ein Ellipsoid sein. Und so tasten Sie sich durch schrittweises Erweitern oder Aufbohren oder Revidieren Ihrer bestehenden Modelle an ein Modell heran, das Sie von der Welt sich bilden. Wie Sie an dem Folientitel hier schon sehen, das ist letztlich auch eine Frage der Ökonomie der Wirtschaftlichkeit. Sie können nicht ständig Ihr Modell hinterfragen und das wieder umbauen, ausbauen, sondern
Sie haben ja im Leben auch Dinge, die Sie erreichen wollen, und das hindert Sie daran, sich eben ständig nur mit dem Modell zu beschäftigen. Und deswegen ist es wichtig, das zu wissen. Sie sollten versuchen, eben auch Benutzer da abzuholen, dass das, was Sie ihnen zeigen und was Sie ihnen anbieten an Bedienlogik, zu den bestehenden Modellen gängiger Benutzer passt. Die können, wie wir ja schon wissen, sich durchaus auch nach Kulturkreis oder ähnlichem wieder unterscheiden. Ich habe schon angesprochen, dass wir uns noch ein bisschen über Metaphern unterhalten werden. Die Motivation hierfür ist genau dieses Thema kognitive Ökonomie. Ich möchte wirtschaftlich in der Lage sein, also mit relativ wenig Aufwand, meine bestehenden Modelle irgendwie weiter zu verwenden. Und dafür übertrage ich bestehende mentale Modelle auf neue Anwendungsbereiche. Und genau dafür brauche ich die Metaphern. Den Desktop, den Schreibtisch, den kenne ich schon. Da habe ich ein Modell, wie das Ding aussieht. Beine dran, eine Platte drauf, vielleicht ein paar Schubladen. Und dieses Modell kann ich dann mit relativ wenig Aufwand übertragen auf meine Tätigkeit am Bildschirm. Zumal ich ja auch viele Aufgaben, die ich vorher am Schreibtisch mit Stift und Papier erfüllt habe, inzwischen am Bildschirm erfülle. Nein, Sie wahrscheinlich eher nicht. Sie haben wahrscheinlich schon elektronisch begonnen mit dem Lernen und Arbeiten und gar nicht mehr so viel konventionelle Schreibtischtätigkeit, zumindest im Berufsleben, hinter sich gebracht. Bei der Gestaltung interaktiver Systeme können Sie durchaus eben oder sollten Sie auch vorhandene mentale Modelle nutzen, ich habe es schon gesagt, und sollten den Benutzer nicht dazu zwingen, dass er sich neue Modelle erarbeiten muss. Das heißt eben auch, wenn Sie mit einer Metapher beginnen, dann versuchen Sie da wirklich Brüche zu vermeiden. Kommen wir jetzt zu den Handlungsprozessen als viertem Agendapunkt dieser Vorlesung. Bei Handlungsprozessen unterscheidet man automatisches Handeln. Das wird eben direkt aus dem Produktionengedächtnis heraus ausgeführt. Die Handlung ist letztlich prozeduralisiert durch Üben und danach eben automatisch oder unbewusst ausführbar. Sie alle haben das sicher am bewusstesten erlebt im Fall des Autofahrens, wo Sie am Anfang als Fahrschüler jedes Detail peinlich genau angeschaut haben, höchst konzentriert waren und dann im Laufe der Zeit mit den Tausenden von gefahrenen Kilometern die Handlung immer weiter prozeduralisiert haben, weil sie eben über jeden Kilometer, den sie gefahren sind, wieder geübt haben. Und irgendwann sind sie dann so weit, dass sie das Autofahren, zumindest die normalen Handlungen wie Lenken, Bremsen, Blinken, Schalten, Kuppeln, eben einfach automatisch und unbewusst ausführen. Als zweiten Bereich gibt es das kontrollierte Handeln. Da leiten Sie wirklich aus Ihrem deklarativen Gedächtnis ab, welche Maßnahmen Sie jetzt treffen wollen. Das benötigt auf jeden Fall erlerntes Wissen. Und Sie üben wirklich in dem Moment eine aktive Kontrolle aus und führen das Ganze bewusst aus. Nehmen Sie einen Freiwurf im Basketball. Sie werfen, stehen da jetzt unter dem Korb und wollen dieses bewusst ausführen. Sie wissen, das ist Ihr erlerntes Wissen, Sie müssen diesen Freiwurf da in den Korb treffen, dann bekommen Sie einen Punkt, und Sie führen eben dann ganz bewusst diesen Freiwurf, diese Freiwurfbewegung aus. Kann genauso sein, Sie sind in einer Spielsituation, wo Sie zurückliegen und die Zeit fast abgelaufen ist im Basketball, und dann überlegen Sie, wie werfe ich den Ball jetzt gegen Brett und oder Ring, sodass er zu einem meiner Mitspieler kommt und wir können hier nochmal aus dem Spiel heraus vielleicht 2 Punkte erzielen oder sogar 3, weil wir sonst hier nicht mehr gewinnen können. Könnte sein, aber auch das benötigt dann wieder erlerntes Wissen über das Regelwerk zum Beispiel. Ihr Langzeitgedächtnis ist dann letztlich Ihr Produktionsgedächtnis, also alles, was Sie durch Üben bereits so weit habitualisiert haben, dass Sie es automatisiert ausführen können. Und zum anderen Ihr deklaratives Gedächtnis, also die Erfahrungen, das Wissen, was sich angesammelt hat durch Lernen. Letztlich gibt es dann also unterschiedliche Regulationsebenen und
Sie haben im Rasmussen-Modell kennengelernt, dass zwischen diesen Ebenen, dem Unbewussten, dem, was automatisiert durchgeführt wird, und dem Bewussten, dem Kontrollierten, es einen Wechsel gibt. Nämlich zum Beispiel eben über diesen Inkongruenzentdecker, der dann dazu führt, dass sich ihr Bewusstsein etwas anderem zuwendet und sie diese Inkongruenz durch kontrolliertes Handeln eventuell dann wieder abstellen möchten. Üben habe ich eben schon angesprochen. Das gilt allgemein. Durch Üben erfahren Sie eine Leistungssteigerung. Das wiederholte Ausführen einer Handlung ist Üben und bei jeder Ausführung werden Sie schneller und oder sicherer, genauer, schöner, wie auch immer. Nehmen Sie die eben angeführten Basketball-Freiwürfe. Natürlich, einen glücklichen können Sie immer mal wieder treffen, aber richtig gut werden Sie wahrscheinlich erst, wenn Sie davon über Wochen oder sogar Monate hinweg Hunderte üben. Es gibt ja auch immer diese Mär, Mathematik sei etwas für faule, aber intelligente Schüler. Und sie stellen dann fest, auch die schneiden in Klassenarbeiten oder Klausuren nur dann gut ab, wenn sie eben hinreichend geübt haben, damit sie den Aufgabentypus nicht nur verstanden haben, sondern auch schnell genug lösen können und trotzdem eben sicher bleiben. Die Auswirkungen erkennen Sie immer dann auch zum Beispiel im Sport, wenn jemand da versucht, über sein eingeübtes Leistungsniveau hinauszugehen, dass dann zum Beispiel die Fehlerrate steigt, weil eben die körperliche Auslaugung fortschreitet, damit die Konzentration runtergeht und das eben auf diesem Level nicht geübt war, sodass sie dann unsicherer werden oder ungenauer werden. Und deswegen ist es so wichtig, das Ausführen einer Handlung wiederholt vorzunehmen, damit sie eben entsprechend üben. Es gibt für erfolgreiches Üben einige Vorbedingungen an die Aufgabenstellung. Das vergisst man immer sehr gerne. Das eine ist, die Aufgabenstellung sollte konsistent sein. Sie möchten keine ständigen Veränderungen. Das kennen Sie im Berufsleben vielleicht als Moving Target, also ein sich bewegendes Ziel. Sie hätten sicher auch was dagegen, wenn ich mitten während unserer Blogveranstaltung hier die Aufgabenstellung nochmal wesentlich verändere und Sie dann argumentieren, Herr Lückemer, Sie haben doch eigentlich eine Aufgabe gestellt, die anders gefasst war und wir haben uns darauf eingestellt, haben darauf unsere Aktivitäten aufgebaut, haben jetzt einiges geübt und jetzt passt es nicht mehr. Jetzt müssen wir also nochmal mehr Aufwand investieren. Damit können Sie natürlich auch nicht so in der Tiefe üben, wenn es ständige Veränderungen gibt. Zweiter Punkt ist natürlich, das Ganze sollte logisch aufgebaut sein. Und dritter Punkt, den man gerne vergisst, sollte sich eben die Aufgabenstellung für das Üben auch im Einklang mit einem mentalen Modell befinden. Dann erst ist sie konsistent. Ansonsten wird derjenige ja über seinen Inkongruenzentdecker feststellen, die Übung alleine schon hier, die wirft mir eine Inkongruenz auf. Wie stelle ich die jetzt wieder ab? Letzter Punkt ist, die Aufgabenstellung zum Üben sollte emotional tragbar sein. Sicherlich kann man niemanden anweisen, einen Amoklauf zu üben, denn das ist emotional nicht tragbar, so etwas durchzuführen. Da gibt es sicher auch noch weitere Beispiele, die Sie anführen können. Also es gibt schon Grenzen für Aufgabenstellungen. Die eigentliche Automatisierung durch Üben soll dann eben genau dazu dienen, dass das Geübte in das Produktionengedächtnis aufgenommen wird, damit Sie dann automatisch ausführen können. Das ist der wesentliche Unterschied zum Lernen. Beim Lernen möchten Sie etwas ja in das deklarative Gedächtnis aufnehmen, also in Ihren Wissensschatz semantisch sauber einbetten, damit Sie diesen Inhalt dann für bewusste Handlungen wieder abrufen können. Stellen wir noch mal kurz automatische und kontrollierte Prozesse gegenüber. Sie sehen hier, dass es da verschiedene Dimensionen gibt, die Sie dafür heranziehen können. Das eine ist mal die Steuerung. Kontrollierte Prozesse sind eben willkürlich gesteuert, während bei automatischen Prozessen keine willkürliche Steuerung stattfindet. Für diese willkürliche Steuerung brauchen Sie bei kontrollierten Prozessen eben eine aktiv zugewandte Aufmerksamkeit. Die brauchen Sie bei den automatisierten Prozessen eben gerade nicht mehr. Und kontrolliert, das ist noch ein ganz wesentlicher Punkt, ist nur eine Handlung ohne Interferenzen, also ohne Probleme möglich.
Sie wissen, es heißt immer, der Mensch ist nur begrenzt oder eher gar nicht multitaskingfähig und Unterbrechungen oder Ähnliches verursachen an sich immer Produktivitätsverluste, weil sie nur eine Sache kontrolliert und konzentriert durchführen können. Automatisch können Sie durchaus mehrere Sachen durchführen. Nehmen Sie als Beispiel, dass Sie beim Autofahren, beim Niesen die Hand vor den Mund nehmen und vor die Nase. Das passiert automatisch, weil Sie das über Jahre so eingeübt haben und das Autofahren, was Sie ebenfalls eingeübt haben, passiert automatisch nebenher natürlich immer noch. Kontrollierte Prozesse sind auch ganz klar kapazitätsbegrenzt. Sie können nur begrenzte Kapazität dafür aufwenden. In der Regel, wie gesagt, nur für eine Handlung gleichzeitig. Wenn Sie jetzt großzügiger sind, können Sie sagen, naja, vielleicht kann ich zwei Sachen gleichzeitig oder auch drei. Aber irgendwo wird es sehr eng kapazitätsbegrenzt sein, während automatische Prozesse nicht kapazitätsbegrenzt sind. Kontrollierte Prozesse werden daher dann eben sequenziell ausgeführt, das ist klar, während Sie automatische eben auch parallel ausführen können. Und kontrollierte Prozesse, das ist noch ein ganz wesentlicher Punkt, der auch beiträgt zu dieser erwähnten Kapazitätsbegrenzung. Kontrollierte Prozesse werden gesteuert über Ihr Kurzzeitgedächtnis. Deswegen haben Sie auch relativ bald wieder vergessen, was Sie mal kontrolliert vor einer Stunde getan haben. Während automatische Prozesse aus dem Langzeitgedächtnis ausgeführt werden, eben aus diesem Produktionengedächtnis heraus, das Sie eingeübt und über lange Zeit jetzt gespeichert haben, weil Sie es so ausgedehnt geübt haben. Das ist genau der wesentliche Punkt. Für automatische Prozesse brauchen Sie ausgedehnte Übung, damit das eben in diesem Langzeitgedächtnis landet, während kontrollierte Prozesse wesentlich leichter zu, in Anführungszeichen, programmieren sind für das Gehirn. Es muss sich halt nur überlegen, welche Schritte aus meinem aktuellen Wissen heraus muss ich denn in welcher Reihenfolge durchführen. Deswegen sind kontrollierte Prozesse auch für einen Menschen wesentlich leichter zu ändern. Man überlegt sich einfach, da muss ich noch einen Prüfschritt oder einen Korrekturschritt einfügen, während automatische Prozesse, wenn sie einmal falsch eingeübt sind, sehr schwer zu ändern sind. Auch schwer zu unterdrücken oder zu ignorieren. Sie kennen auch vielleicht diesen Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das gilt genauso für das, was Hänschen falsch gelernt hat. Das wieder zu korrigieren, ist ja fast noch schwerer als etwas, was Sie noch gar nicht gelernt haben, dann richtig einzuüben. Deswegen gibt es zum Üben eben auch gerade diese Aussage, man soll von Anfang an nur das Richtige üben, damit eben gar nicht erst etwas Falsches habitualisiert werden kann. Kontrollierte Prozesse, wie schon gesagt, laufen bewusst, während unkontrollierte Prozesse, automatische Prozesse unbewusst ablaufen. Kommen wir jetzt zur Handlungsregulierung. Wie steuern Sie eigentlich Ihre Handlung? Sie haben Ziele. Sie haben erstmal irgendwelche übergeordneten Grobziele und darunter dann verschiedene Teilziele, um das Ganze etwas weiter herunterzubrechen. Und um dieses Ziel dann zu erreichen, stellen Sie eine Planung auf. Sie machen sich also Pläne. Und wesentlich natürlich ist auch, dass Sie dann, wenn Sie jetzt in die Handlungsausführungsphase kommen und die Pläne also versuchen abzuarbeiten, dass Sie dann sukzessive immer noch einen Vergleich zwischen dem Ergebnis und dem Ziel eines einzelnen Ausführungsschritts vornehmen und diese Rückmeldung wieder verarbeiten. Das kann dann, wie im klassischen Projektmanagement auch, in einer Veränderung des Plans resultieren. In der Regel werden Sie eben nur in sehr kleinen Bereichen alles genauso abarbeiten können, wie Sie sich es ursprünglich mal geplant haben. Das gilt für alle Bereiche. Das kann auch wieder in dem Sportbereich gelten, wenn Sie jetzt zum Beispiel Snooker nehmen und Sie also einen Ball etwas zu weit haben laufen lassen auf dem Tisch, dann müssen Sie eben vergleichen, mein Plan war eigentlich, den nächsten Stoß auf eine bestimmte Farbe auszuführen, die ist jetzt vielleicht gar nicht mehr erreichbar, also muss ich meinen Plan anpassen, einen neuen Plan aufstellen, bis ich vielleicht die Position wieder zurückgewinnen kann, die ich eigentlich gerne wollte und ab da wieder in dem alten Plan weiterfahren kann.
Sie haben dann verschiedene Regulationsebenen. Die erste ist mal die Ebene der bewussten Handlungen, wo Sie also die intellektuelle Regulationsebene haben. Ihr Intellekt reguliert Ihre bewussten, Ihre kontrollierten Handlungen, nutzt dafür dieses deklarative Gedächtnis und das Arbeitsgedächtnis und kann als Subroutinen eben Routinehandlungen natürlich auslösen. Und er sagt, ja, ich brauche, um mein Ziel zu erreichen, folgenden Schritt. Und den habe ich soweit geübt, dass der einfach komplett automatisch abläuft. Dann ist das natürlich wunderbar. Das können Sie durchaus eben als Subroutinen einsetzen. Routinehandlungen hingegen, die fallen in die Ebene der flexiblen Handlungsmuster. Die sind meist automatisiert aus dem Produktionengedächtnis heraus, werden eben entweder willentlich ausgelöst, also bewusst, oder unwillentlich durch die Situation, also unbewusst. Nehmen Sie den Fall, wie eben angeführt, Sie niesen. Sie wollen dann spätestens dann sicher auch ein Taschentuch, also holen Sie sich ein Taschentuch aus der Hosentasche. Das kann sogar halb unbewusst passieren. Erst wenn Ihr Inkongruenzentdecker Ihnen mitteilt, dass da gar keins mehr ist, dann werden Sie bewusst umschalten auf die Verarbeitung und sagen, jetzt muss ich ein Taschentuch suchen, wo habe ich es denn? Es gibt auch hochautomatisierte Operationen auf der sensomotorischen Regulationsebene, die passieren völlig unbewusst. Das wäre eben zum Beispiel Atmung, Herzschlag. Diese Dinge passieren völlig unbewusst. Und Sie haben eben dann insgesamt einen Regelkreis aus Sinneswahrnehmung und Motorik. Nehmen Sie als Beispiel am Anfang, Sie wollen einen Ball fangen. Sie stellen fest, der Ball fliegt in einer bestimmten Kurve und richten sich jetzt darauf ein, fahren also Ihre Hände in die passende Position und dann, Sie sind an der frischen Luft, kommt plötzlich ein Windstoß und bewegt also diesen leichten Ball, sodass sich die Flugkurve ändert. Dann nehmen Sie das optisch wahr, vielleicht sogar auch über die Haptik, also über die Haut wahr, oder kommt ein Windstoß aus einer bestimmten Richtung und richten Ihre Motorik ein und der Arm fährt halt dann nochmal in eine andere Richtung, um genau diesen Windeinfluss zu korrigieren. Schauen wir uns die Regulationsebenen jetzt nochmal in der Nutzung eines Computersystems an. Zunächst mal, Ihr Computer besteht eben aus Bildschirm und Tastatur. Wenn wir jetzt nur die Schritte anschauen, dann haben wir erstmal natürlich den Schritt Wahrnehmung. Sie nehmen Informationen wahr, die auf dem Bildschirm steht. Im nächsten Schritt werden Sie diese Informationen interpretieren. Da kommt eben jetzt bei bewusster Handlung Ihr Bewusstsein ins Spiel, das anhand der Erfahrungen und so weiter ist wahrgenommen, interpretiert und dann auch bewertet. Mit dieser Bewertung geht es dann in einen Soll-Ist-Vergleich. Und dieser Soll-Ist-Vergleich wird abgeglichen mit Ihrer Intention. Was ist denn eigentlich Ihr Wunsch? Sie bringen hier aus diesem Vergleich heraus eine neue Absicht. Muss ich etwas korrigieren oder kann ich hier fortfahren? Und diese neue Absicht, diese Intention, die setzen Sie dann um in eine Spezifikation. Was ist jetzt zu tun, um diese Absicht wirklich erfolgreich umzusetzen? Und mit dieser Spezifikation steuern Sie dann die Ausführung. Und die Ausführung heißt eben, Sie geben hier etwas Neues an der Tastatur ein. Wenn wir uns jetzt nochmal die Ebenen anschauen, die in diesem Verlauf hier von Wahrnehmung bis Ausführung angesprochen werden, dann sehen wir eben hier genau, um das Ganze erst nochmal etwas feiner aufzudröseln, damit wir gleich unsere Ebenen schön einziehen können. Erstmal natürlich bei der Wahrnehmung haben Sie Reize. Diese Reize werden jetzt übersetzt in Symbole. Sie erinnern sich noch an das ASCII Art zum Beispiel, wo man gesehen hat, das kann durchaus unterschiedlich erfolgen, diese Übersetzung. Und in diesen Symbolen erkennen Sie dann Strukturen. Also in dem Beispiel dieser Symbole, dieser Zeichen, erkennen Sie als Struktur dann eben dieses größere Ganze. Und das interpretieren Sie dann, sodass Sie zu Zuständen kommen und aus den Zuständen leiten Sie Sachverhalte ab. Diese Sachverhalte können Sie jetzt bewerten und kommen eben zu einem Urteil, ob diese Sachverhalte dem entsprechen, was Sie wünschen.
den Soll-Ist-Vergleich führen Sie durch anhand eben Ihrer Aufgabe, die Sie eigentlich gerade lösen wollen. Und dieser Vergleich liefert eben, wie gesagt, auf der intentionalen Ebene Ihnen einen Plan, was Sie denn tun wollen. Und der Plan mündet dann in ein Verfahren, wie Sie jetzt eigentlich Ihre Handlung ausführen können auf der Spezifikationsebene. Und in dem Verfahren drin stecken eigentlich einzelne Schritte, einzelne Operationen, die Sie ausführen müssen, um diesen Plan umzusetzen und damit die Aufgabe zu lösen. Und diese Operationen, die bringen Sie jetzt sozusagen auf die Ebene Ihrer Ausführung, syntaktisch gesehen. Und die Syntax brechen Sie dann runter auf einzelne Zeichen, auf das Alphabet, was Sie hier nutzen. Und dann können Sie die eigentliche Aktion ableiten und sagen, so, jetzt möchte ich dieses Wort schreiben, das ist definiert über unserem Alphabet, über folgende Buchstaben und dann als Aktion haben Sie eben dieses Thema Tippe Buchstabe A, S, D, F, was auch immer. Und das führen Sie dann auf der Tastatur aus. Jetzt ziehen wir hier nochmal die Ebenen ein. Da sehen Sie hier die sensomotorische Ebene, die leistet eigentlich genau dieses Thema Signalverarbeitung. Es kommen Reize überhaupt herein, das nehmen Sie erstmal wahr, ohne überhaupt jetzt schon zu wissen, was diese Reize ergeben. Und auf der Ausführungsseite, da sehen Sie dann eben die eigentliche Aktion, das Drücken der Taste, das passiert auf der sensomotorischen Ebene. Auf der lexikalischen Ebene, da passieren eben genau diese Auswertungen. Ich füge meine Reize zu Symbolen zusammen und auf der anderen Seite während der Ausführung zerlege ich Syntax in mein Alphabet. Auf der syntaktischen Ebene, da strukturiere ich eben die einzelnen Symbole zu etwas Größerem, zu zum Beispiel Wörtern oder Absätzen oder ähnlichem. Und definiere mir eben auch die Syntax für die spätere Ausführung. Jetzt bewegen wir uns noch einen Block weiter auf die semantische Ebene. Auf der semantischen Ebene ergeben unsere Strukturen dann eben Zustände, also Beispiel eben einen Text, der hier geschrieben ist, einen Zustand. Ich befinde mich in dem Satz an einer bestimmten Stelle. Und erwarte jetzt, dass zum Beispiel nach einem Subjekt und einem Prädikat noch ein Objekt kommen könnte, bevor dann ein Punkt kommt. Da wären Sie also auf der Zustandsebene, wenn Sie im semantischen Bereich sich befinden. Und bei der Ausführung, da sehen Sie eben auf semantischer Ebene, sind die Operationen genannt. Was will ich eigentlich für eine Operation ausführen, wenn ich nachher eine bestimmte Syntax zur Eingabe bringe? Die nächste Ebene heißt pragmatische Ebene, auf der übersetzen Sie eben, wenn Sie Inhalte wahrnehmen, einen Zustand in einen Sachverhalt, in einen tatsächlichen. Und Sie sehen dann eben hier, dieser Sachverhalt, der wird eben Ihnen entweder helfen oder nicht helfen, wenn Sie ein bestimmtes Teilziel erreichen wollen. Und auf der anderen Seite, wenn Sie wieder in die Ausgabe hineingehen, dann haben Sie auf der pragmatischen Ebene eben ein Verfahren. Und Sie wissen, dass Sie da oft nach pragmatischen Ansätzen, Verfahren nach pragmatischen Arbeiten ansetzen, wenn Sie sich überlegen, mit welchem Verfahren könnte ich jetzt hier zum Erfolg kommen, dann setzen Sie oft etwas ein, wo Sie sagen, das kenne ich, da weiß ich, wie es geht. Es muss nicht mal unbedingt das Beste sein oder das Schnellste oder das Effizienteste, aber vielleicht eins, das Sie kennen und wo Sie wissen, dass Sie zum Ziel kommen. Das wäre eben genau auf der pragmatischen Ebene. Und auf der intentionalen Ebene, da haben Sie dann eben die Ziele, die Sie eigentlich ja verfolgen. Das ist genau in diesem Bereich der Aufgabe, die eigentlich hinter Ihrer Wahrnehmung während Ihrer Handlung jetzt steht. Und auch hinter den Aktionen, die Sie dann auslösen, auf dieser intentionalen Ebene, da bilden Sie sich eben in der Bewertung Urteile, ob das Ganze, was Sie jetzt hier wahrnehmen an Rückmeldung, mit Ihren Zielen
übereinstimmt oder nicht. Und auf der intentionalen Ebene, da bilden Sie dann eben auch neue Pläne, um gegebenenfalls nachsteuern oder gegensteuern zu können. Sie sehen, dass die physische Aktivität jetzt hier eigentlich nur in diesem ganz rechten Bereich auf der sensomotorischen Ebene stattfindet. Alles andere ist schon mentale Aktivität, also Aktivität bei der Verarbeitung in Ihrem Gehirn. Jetzt zeige ich Ihnen nochmal, wo genau diese drei Bereiche I, F und S sind. Also eben die intentionale Ebene, die sensomotorische Ebene und die mittlere Ebene des flexiblen Handelns. Wenn Sie jetzt also bei der Handlungsbewertung Fehler bemerken, dann werden Sie auf diese Fehler reagieren wollen. Aber zunächst einmal, was ist eigentlich ein Fehler in unserem Kontext hier? Es ist eine Abweichung des Handlungsprozesses vom beabsichtigten Verlauf. Diese Abweichung erstmal beeinträchtigt Ihre Effizienz. Sie müssen auf jeden Fall noch irgendetwas tun, denn Sie werden den beabsichtigten Verlauf nur durch zusätzliche Handlungen wieder erreichen können. Zum anderen beeinträchtigt es eventuell auch die Effektivität. Manche Dinge können Sie vielleicht gar nicht mehr erreichen, wenn Sie jetzt eine bestimmte Abweichung beobachten. Grundsätzlich bei der Bewertung gilt es auch noch zu berücksichtigen, dass Sie eine unterschiedliche Schwere der Fehler sehen können. Sie können fe solche Fehler haben, wo Sie eben die Aufgabe nicht optimal lösen. Sie können auch, aber Sie haben sie zumindest immerhin gelöst. Sie können auch Fehler haben, bei denen Sie die Aufgabe gar nicht lösen, aber zumindest vielleicht es nochmal versuchen können. Und der letzte ist dann eben tatsächlich diese Kategorie, die ich schon genannt hatte. Durch den Fehler haben Sie eigentlich die ganze Aufgabe unlösbar hinterlassen und auch ein neuer Versuch lohnt nicht mehr. Das müssen Sie halt, wenn Sie diese Abweichung des Handlungsprozesses vom beabsichtigten Verlauf sehen, müssen Sie das erkennen, welche Art Fehler liegt denn hier vor? Wenn wir jetzt in die Mensch-Maschine-Kommunikation wieder hineingehen, welche Fehler sehen wir denn da? Oder welche Auswirkungen haben Fehler auch? Fehler auch hier wieder die mangelnde Übereinstimmung von Mensch und Anwendung. Letztlich stellt sich hier nicht die Frage der Schuld. Denn ich habe Ihnen auch schon gesagt, es gibt ja viele unterschiedliche Benutzerarten, die mit ganz unterschiedlichen Affinitäten, Erfahrungen, Erwartungen an eine Anwendung herankommen. Und Sie können sicher nicht für jeden Benutzer es sofort recht machen. Es bleibt trotzdem sinnvoll, die Ursachen zu ermitteln, die hier hinter dieser Abweichung, hinter dieser mangelnden Übereinstimmung stecken. Denn etwa 10% der Arbeitszeit am Computer verwenden Menschen für Fehlerbewältigung. Interessanterweise, selbst bei Benutzern mit 1 bis 2 Jahren Erfahrung kann dieser 10%-Wert durchaus angenommen werden. Und das hat natürlich wirtschaftliche Bedeutung. Jetzt überlegen Sie kurz ein Unternehmen mit 300 Computerarbeitsplätzen, wo etwa 100 Euro pro Person und Tag Personalkostenaufwand anfallen. Die geben über 500.000 Euro im Jahr allein für das Thema Fehlerbewältigung aus. Nur aus dieser Produktivität heraus. Da ist noch nicht berücksichtigt, welche weiteren Kosten Sie eventuell noch haben, weil Sie vielleicht eine Hotline einsetzen, die noch weiter ausgelastet wird und so weiter. Aber wenn wir jetzt noch mal kurz auf Usability im Sinne der ISO zurückgehen, dann gibt es auch noch weitere Folgen. Sie können sich vorstellen, dass mit jedem wahrgenommenen Fehler, wo also die Anwendung letztlich nicht das leistet, was Sie sich wünschen oder auch es nicht in der Form leistet, wie Sie sich wünschen, dass da auch diese Zufriedenheit runtergeht. Aber Zufriedenheit wäre sozusagen noch der Positivbereich. In dem negativen Bereich können dann wirklich Motivationsverlust und schlimmer noch auch psychische Belastungen entstehen, weil Sie den Eindruck haben, die Anwendung arbeitet gegen Sie. Also es gibt genug Benutzer, die zum Beispiel bei aktuellen Textverarbeitungen gewisse Prüfungen einfach abschalten oder auch gewisse Autokorrekturen abschalten, weil sie den Eindruck haben, die Anwendung arbeitet an der Stelle wirklich gegen sie. Und das kann dann, wenn sie jetzt tagtäglich nur mit so etwas arbeiten, natürlich zu einer psychischen Belastung führen.
Auf welchen Ebenen können wir denn Fehler beobachten? Sie sehen, auf unterschiedlichen Regulationsebenen können wir hier Fehler beobachten. Auf der intellektuellen Regulationsebene, auf der Ebene der flexiblen Handlungsmuster und auch auf der sensomotorischen Regulationsebene. Also auf allen drei Ebenen aus unserem Modell. Ich werde auf diese unterschiedlichen Fehlerarten jetzt gleich noch näher eingehen. Ich möchte es erst noch mal kurz kategorisieren nach den Schritten im Handlungsprozess. Auf dieser Schrittebene bei den Zielen und Planungen, da haben Sie eben intellektuell Denkfehler, und auf der Ebene der flexiblen Handlungsmuster haben Sie Gewohnheitsfehler. Sensomotorisch ist klar, weil da nur die Motorik im Spiel ist, es gibt da nur Bewegungsfehler. Auf der Ebene Gedächtnis und Ausführungsüberwachung, da kann es Ihnen eben passieren, Sie haben auf der intellektuellen Ebene einen Merk- oder Vergessensfehler. Auf der Ebene der flexiblen Handlungsmuster haben Sie schlicht einen Unterlassensfehler. Und der letzte Punkt ist ja dann dieses Thema Rückmeldung. Sie gleichen ab, ob das Ergebnis ausfällt, wie Sie es erwünscht hatten oder wie es für Ihren Plan, für Ihre Aufgabenerfüllung notwendig ist. Da können Ihnen auf der intellektuellen Ebene natürlich Urteilsfehler passieren. Sie beurteilen es genau falsch. Und auf der Ebene der flexiblen Handlungsmuster können Ihnen Erkennensfehler passieren. Schauen wir uns diese Fehlerarten jetzt nochmal etwas mehr im Detail an. Auf der sensomotorischen Ebene die Bewegungsfehler, das wäre eben genau, wenn wir jetzt auf die Bedienung grafischer Benutzeroberflächen eingehen, ein Vertippen oder ein Fehlklick, Sie klicken irgendwo falsch hin oder klicken die falsche Taste oder auch ein Verlieren. Wer hat nicht schon mal den Mauszeiger aus den Augen verloren und dann gesucht, wo er eigentlich steckt, oder den Cursor? Also das kann durchaus passieren. Auf der Ebene der flexiblen Handlungsmuster, da sehen wir eben diese Gewohnheitsfehler. Es kann Ihnen da passieren, dass Sie ableiten, dass es ähnliche Situationen gab, wo Sie bestimmte Handlungsmuster angewendet haben. Und diese ähnlichen Handlungsmuster haben aber in ähnlichen Situationen ganz verschiedene Bedeutungen. Es kann Ihnen genauso passieren, dass zu einer unveränderten Situation plötzlich ein neues Handlungsmuster nötig ist. Man hat also schlicht irgendetwas in den Rahmenbedingungen geändert oder bei Ihnen hat sich was geändert und Sie brauchen zu der unveränderten Situation ein neues Handlungsmuster. Nehmen Sie als Beispiel: Sie möchten eine Flasche öffnen, aber Sie haben sich gerade das Handgelenk gebrochen und haben jetzt nur noch eine Hand zur Verfügung, um diese Flasche aufzudrehen. Dann ist die Situation Flasche öffnen nach wie vor identisch, aber Sie müssen sich ein neues Handlungsmuster überlegen, wie Sie denn hier zum Ziel kommen können. Und wenn Sie sie aus Versehen mit der zweiten Hand anfassen, dann bemerken Sie gleich ein schmerzhaftes Ziehen. Dann haben wir als weiteren Punkt eben die Unterlassensfehler. Sie überspringen Dinge durch gedankliches Vorauseilen. Jetzt gerade bei Olympia haben Sie es vielleicht gesehen, es hat ein Skifahrer im Riesenslalom am letzten Tor eingefädelt, wo er eigentlich nur noch Meter von der Ziellinie entfernt war. Er war gedanklich einfach schon über die Ziellinie geeilt und hat dieses eine letzte Tor, was er noch absolvieren musste, hat er gedanklich schon übersprungen. Oder, was eben auch passieren kann, weglassen am Ende des Handlungsmusters. Das passiert Ihnen besonders, wenn Sie unterbrochen werden. Ich hatte ja schon angesprochen, Multitasking ist durchaus kontraproduktiv. Diese Unterbrechungen, die führen eben dazu, dass Sie vielleicht nicht mehr daran denken, dass ja hier noch Teile erforderlich waren, weitere Handlungsschritte oder ähnliches und oder restliche Aktionen am Ende einer Handlung. Und deswegen entfallen die einfach, weil Sie irgendwo gedanklich schon gespeichert hatten, ich war schon fertig. Erkennensfehler. Da kann es einfach darum gehen, Sie übersehen oder überhören irgendetwas, das Sie hätten erkennen und ja mehr als nur auf der rein sensomotorischen Ebene wahrnehmen sollen. Auf der intellektuellen Ebene haben Sie eben die Denkfehler. Es kann Ihnen passieren, dass Sie Nebenwirkungen, Konsequenzen oder ähnliches außer Acht lassen. Es kann Ihnen genauso passieren, dass Sie ungeeignete Werkzeuge auswählen. Auf der eben intellektuell, da haben Sie auch noch die Merk- und Vergessensfehler.
Das passiert Ihnen insbesondere, wenn Sie hohe Gedächtnisanforderungen haben. Dann, Sie kennen das, Sie vergessen Daten oder Sie vergessen einzelne Schritte, weil Sie gerade für einen anderen Schritt versuchen, sich an bestimmte Inhalte des Schrittes zu erinnern. Und dann schon vergessen Sie einfach einen Handlungsschritt auszuführen. Als letzten Punkt auf der intellektuellen Ebene haben wir noch die Urteilsfehler. Es kann Ihnen passieren, dass entweder Informationen fehlen, um etwas zu interpretieren, oder dass Sie das Wissen, das Sie haben, falsch anwenden. Zu den fehlenden Informationen ist natürlich hier wieder zu sagen, da ist dann noch die Frage, ob nicht andere Dinge mit reinspielen, nämlich dieses Thema, mache ich nicht einen Fehler dabei abzuschätzen, ob ich eine bestimmte fehlende Information überhaupt brauche. Da spielt ja auch wieder die kognitive Ökonomie rein. Wie weit beschaffe ich mir weiter fehlende Informationen, für die ich möglicherweise auch mein Modell wieder rekalibrieren müsste? All das kann eine Rolle spielen hier, wie es zu Urteilsfehlern kommt durch fehlende Informationen. Klar, Sie können dieses Wissen, das Sie gesammelt haben, auch noch falsch anwenden zur Interpretation. Als letzten Punkt haben wir eben die Wissensfehler. Es kann Ihnen passieren, dass Sie einfach fehlende Kenntnisse haben, also erst durch Lernen wieder Wissen aufbauen müssen. Es kann auch sein, Ihr mentales Modell ist bisher lückenhaft. Das ist ja durchaus normal, dass Sie, weil Sie mit einem einfachen Modell starten, über Ihr Modell vielleicht gar nicht alle Situationen, alle Kontexte abdecken und diese Lücken dann immer bei Bedarf schließen. Wie gesagt, Thema kognitive Ökonomie. Sie wollen ja auch Ihr Modell möglichst einfach halten, damit Sie es eben leicht überblicken und schnell anwenden können. Und das andere, was Ihnen natürlich passieren kann, ist, dass Sie keine Lücke haben, sondern schlicht sogar etwas Unpassendes. Ihr Wissen passt einfach nicht zu dem, was Sie jetzt gerade sehen und dann entstehen natürlich Fehler. Sie haben ja eine Abweichung zwischen dem, was Sie erwarten, was Sie kennen und wie Sie weiter verfahren wollen und dem, was tatsächlich ist. Wissensfehler ist das Gravierende natürlich, weil sie eben sich auf der abstraktesten Ebene bewegen, verhindern häufig schon, dass sie überhaupt ein passendes Ziel bilden oder planen können. Denn für den Plan bräuchten sie ja Kenntnisse, bräuchten sie ein passendes und hinreichend ausgestaltetes mentales Modell. Wenn Sie jetzt Fehler haben, ist dann ja die Frage, wie gehen Sie mit diesen Fehlern denn tatsächlich um? Um einen Fehler bewältigen zu können, müssen Sie erstmal verschiedene Phasen durchlaufen. Das erste ist, Sie müssen den Fehler entdecken. Sie müssen den Verdacht haben, dass hier eine Abweichung vorliegt. Und ich habe es schon gesagt, diese Entdeckung der Abweichung findet in der Regel über den Inkongruenzentdecker statt. Sie müssen jetzt dann diese entdeckte Abweichung diagnostizieren, vergleichen, was ist der tatsächliche Ablauf und was ist der von mir bisher aufgrund meiner Wissensbasis ermittelte, vermutete richtige Ablauf. Danach, das ist genau das Thema, was Kinder eben auch erst lernen müssen, müssen sie Hypothesen bilden. Was könnte die Ursache für das Zustandekommen eines solchen Fehlers sein? Und dafür ziehen sie natürlich auch die Interaktionshistorie heran. Sie kennen das, wenn Benutzer Ihnen sagen, ich habe nichts gemacht und trotzdem tritt hier der und der Fehler auf. Ist immer die erste Frage, was haben Sie denn nicht gemacht? Irgendetwas muss ja gewesen sein, damit dieser Fehler zustande kommt. Und dafür schaut man sich dann die Interaktionshistorie an. Was habe ich eigentlich bis hierhin gemacht? Und die dritte Phase ist dann natürlich die Fehlerkorrektur, um den Fehler zu bewältigen. Da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Das hängt auch immer davon ab, was ein System Ihnen da anbietet. Also entweder können Sie eine direkte Korrektur haben durch Rücknahme eines fehlerhaften Handlungsschrittes oder Sie müssen halt eine kompensatorische Korrektur vorsehen im Systementwurf. Das wäre dann eben der Fall, wenn Sie Konsequenzen eines Fehlers schon in den Handlungsplan einbauen. Sie verfahren also ab dann nach einem anderen Plan, weil sich jetzt dieser Fehler eingestellt hat. Dritter Punkt wäre Stornierung oder Undo. Sie können es also nicht mehr komplett entfernen, aber Sie führen zumindest einen Gegenschritt aus und auch hier wieder zur
Fehlerkorrektur müssen Sie natürlich die Interaktionshistorie heranziehen, gerade in den Fällen, wo Sie den Schritt einfach zurücknehmen möchten oder wo Sie eine Stornierung vornehmen möchten und sich halt genau vergegenwärtigen müssen, was habe ich denn bis hierhin getan, was ist jetzt fachlich gleichwertig und führt dazu, dass der Fehler storniert wird. Jetzt ist es natürlich am besten, das haben Sie vielleicht im Qualitätsmanagement auch mal gehört, Fehler gleich von Anfang an zu vermeiden. Das ist je nach Bereich, in dem sich der Fehler befindet, gar nicht so einfach, aber einige Vermeidungsoptionen möchte ich Ihnen hier doch zeigen. Fehler in den Grundlagen der Handlungsregulation, die können Sie eigentlich nur durch Hilfen und Lernprogramme vermeiden, wo eben der entsprechende Handlungsablauf hinreichend auch eingeübt wird. Fehler in der intellektuellen Ebene, da haben Sie schon die Möglichkeit, Denkfehler wieder zu kompensieren, aber in der Regel nur in ihren Auswirkungen, indem Sie halt eine Undo-Funktionalität anbieten und sagen, das, was du gerade falsch gedacht hast, darfst du nochmal zurücknehmen. Denken Sie an ein Schachprogramm, wo Sie einfach einen Zug zurücknehmen können, zum Beispiel, den Sie getätigt haben, weil Sie einen Denkfehler eingebaut hatten. Dann bei Merk- und Vergessensfehlern, da können Sie die Fehler vermeiden, indem Sie die Anforderungen an die Gedächtnisleistung reduzieren. Beispiel Menüs statt Kommandos. Ein Kommando müssten Sie tatsächlich kennen, um zu wissen, dass es da ist und wie Sie es aufrufen. Bei einem Menü haben Sie die ganze Menüleiste oben da und werden nicht schon mal, wenn es ein neues Programm gab, das Menü einfach mal geöffnet und geschaut, was bietet mir denn dieses Programm jetzt tatsächlich alles an. Urteilsfehler können Sie zum Teil durch eine sorgfältige Gestaltung der Rückmeldungen erledigen. Merk- und Vergessensfehler können Sie übrigens auch adressieren durch zum Beispiel Assistenten. Sie können einfach keinen Schritt vergessen, wenn es einen Assistenten gibt, der Sie Schritt für Schritt durchführt. Und dann können Sie auch nicht vergessen, hier Dinge einzufügen, die Sie benötigen oder die Sie ausführen müssen für eine bestimmte Aufgabe. Da Sie eben diese Fehler, wie genannt, adressieren können, geht dann das Hauptziel in die Minimierung von Gewohnheitsfehlern, Unterlassensfehlern, Erkennensfehlern und Bewegungsfehlern. Auch da können Sie wieder im Bereich Oberflächendesign etwas machen, indem Sie bei Bewegungsfehlern zum Beispiel in der Weise vorbeugen, dass Steuerelemente, die man benutzen möchte, eben weit genug auseinander liegen und man damit hinreichend Spielraum schafft für gewisse Fehler, die in Bewegungen passieren können. Unterlassensfehler können Sie eben zum Beispiel auf der fachlichen Seite kompensieren, indem Sie bei Pflichtfeldern, die nicht ausgefüllt sind, über eine Prüfung darauf hinweisen und damit erzwingen, dass der Unterlassensfehler nicht stattfindet. Bei Erkennensfehlern auch da wieder können Sie über hinreichend klare Gestaltung dafür sorgen, dass Erkennungsfehler selten auftreten. Aber das ist genau eines der Hauptziele, dass man diese Arten von Fehlern minimiert, den Benutzer da machen könnte und damit eben wirklich eine Anwendung schafft, die ein Benutzer letztendlich auch gerne benutzt und womit er zufrieden ist. Vermeidungsoptionen für die Fehler. Zweiter Punkt wäre eben das Abfangen von Fehlern. Lexikalische Prüfungen sind sehr einfach, das wissen Sie. Das ist heute schon selbst in Webmailern manchmal eingebaut, sodass Sie schon bei der Eingabe die Rückmeldung bekommen, dass hier die Eingabe irgendwie nicht mit gängigen Wörterbüchern übereinstimmt. Sie können auch gewährleisten, zum Beispiel, dass ein Feld bestimmte Eingaben gar nicht erst annimmt und damit Sie zumindest eine rudimentäre lexikalische Korrektheit bekommen. Syntaktische Prüfungen sind immer noch einfach. Die können Sie durchführen, wenn ein einzelnes Interaktionselement verlassen wird und dann können Sie Formatprüfungen oder ähnliches vornehmen und damit sicherstellen, dass die Eingabe syntaktisch schon mal korrekt ist. Semantisch wird es dann ein ganzes Stück schwieriger. Das können Sie zum Teil natürlich erst machen, weil Sie auch Kontext benötigen. Beim Verlassen eines Interaktionselements, erst eigentlich, wenn eine Gruppe zum Beispiel auch ausgefüllt ist, sondern oft eben auch tatsächlich erst beim Verlassen eines ganzen Formulars. Pragmatische Prüfungen sind meist nur möglich, wenn Sie schon einen kompletten Kontext haben und das ist eben erst bei Verlassen des Formulars. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine
Reisesuche vornehmen, könnten Sie sagen, eine Weiterfahrt frühestens 8 Minuten nach Ankunft. Und das können Sie erst entscheiden, wenn der Benutzer seinen kompletten Fahrtwunsch dargelegt hat. Vermeidungsstrategien, die Sie jetzt eben schon anwenden können, wenn Sie das System entwerfen. Natürlich sollten Sie die Benutzeroberfläche schlüssig gestalten, also Gestaltgesetze anwenden, auf die Konsistenz achten. Sie sollten auch die Dialoge erwartungskonform gestalten. Sie können auch helfen, Fehler zu vermeiden, wenn Sie Freiheitsgrade einschränken. Es ist klar, je mehr Freiheiten ich habe, desto mehr Fehler kann ich auch machen. Das gilt nicht nur in der Systementwicklung hinter den Kulissen, sondern eben auch bei der Oberfläche. Also denken Sie daran, dass Sie zum Beispiel Bedienelemente, die gar nicht nutzbar sind, vielleicht ausgrauen, deaktivieren oder ähnliches, damit eben der Benutzer hier nicht fälschlich draufklicken kann oder am besten sogar ganz ausblenden. Dann wird auch der Bildschirm nicht so überfrachtet. Sicherheitsnachfragen sollten Sie natürlich einstreuen. Immer dann, wenn ein Benutzer kritische Aktionen vornimmt, die schwerwiegende Folgen nach sich ziehen, aber auch nicht zu häufig. Sie haben sicher noch dieses Thema User Account Management bei Windows-Systemen im Kopf, wo gerade Windows Vista sich sehr unbeliebt machte, indem es sehr häufig nachfragte, ob jetzt hier der Benutzer die erhöhten Rechte zugestehen möchte. Genauso können Sie natürlich einbauen, dass das System im Hintergrund schon ein Transaktionskonzept verwendet und auch schon Sicherheitskopien anlegt. Zum Schluss darf der Verweis auf die Literatur nicht fehlen. Die gesamte Veranstaltung läuft eigentlich entlang dieses Buches Mensch-Computer-Interaktion von Kollegen Heinecke, das, wie gesagt, für Studierende der Hochschule für Technik Stuttgart als E-Book auch in der Bibliothek bereitsteht. Ansonsten ist es auch tatsächlich sehr erschwinglich erhältlich und bietet aus meiner Sicht einen sehr guten Gesamtüberblick über die Thematik, ist dennoch hinreichend kurz, also auch relativ schnell zu lesen, auch im praktischen Berufsalltag. Und Kenntnisse in der Mensch-Maschine-Kommunikation sollten definitiv keinem Entwickler fehlen, denn sie erleichtern einfach ungeheuer diesen Perspektivwechsel, den wir in der Einführung angesprochen haben. Damit möchte ich mich für heute bedanken und die zweite Vorlesung schließen.